herzlich willkommen hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zur 25. Ausgabe der Berliner Hochschuldebatte inzwischen. Wir machen die nicht allzu oft, ungefähr ein- bis zweimal im Jahr. In diesem Jahr ist es die erste und ich freue mich auf unsere heutige Diskussion. Der Titel ist Zum Glück in die Zukunft, Weichenstellungen für eine tragfähige Wissenschaftspolitik. Ich bin Philipp Anthony, hier im Hause Referent für Bildung und Wissenschaft. Und bevor ich Ihnen meine Gäste, unsere Diskutantinnen und Diskutanten vorstelle, würde ich gerne noch kurz ein paar Sachen zum Anlass des heutigen Themas sagen und zur Debatte an sich. Und zwar, das Ziel ist so ein bisschen, Wissenschaft mit Gesellschaft oder mit Politik ins Gespräch zu bringen, weil das ja aus der Wissenschaft nicht immer von alleine funktioniert oder nicht es Anreize dazu gibt. Deswegen dachten wir uns, so ein Debattenforum ist ein gutes Format. Und heute ist es ein Sonderfall, ist sozusagen eine Mixed Audience, weil heute den ganzen Tag über eine Konferenz hier in der Heinrich-Böll-Stiftung stattgefunden hat zum Thema Nachhaltigkeit, sodass ein Teil des Publikums aus der Konferenz stammt und ein anderer, weil es eine öffentliche Veranstaltung ist, ist sozusagen jetzt speziell zu diesem Topic gekommen. Ich glaube, das ist eine ganz bunte Mischung und da freuen wir uns drauf. Was wir auch immer machen, ist, wir streamen alle Veranstaltungen, die wir hier machen, die dazu geeignet sind. Deswegen die Personen, die heute im Stream zugucken, darf ich an dieser Stelle herzlich begrüßen. Das machen wir, damit man auch, wenn man nicht in Berlin ist, an solchen Dingen teilhaben kann und finde es eigentlich ganz, ganz wichtig. Was wir auch machen, deswegen würde ich das einfach als Angebot nahelegen. Wir haben uns einen Hashtag überlegt. Wer also das Smartphone auspacken will und Erkenntnisse, Widersprüche, Aha-Erlebnisse, die er heute hier erfährt, raushauen will in die Welt, der sei dazu herzlich eingeladen. BHSD25 wäre unser Vorschlag für die Twitter-Gemeinde für heute. Gut, das war sozusagen der etwas unprogrammatische Teil der Vorreden. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute über drei Handlungsfelder hauptsächlich zum Anfang sozusagen diskutieren wollen. Das wäre die Hochschulfinanzierung, das wäre Digitalisierung und Internationalisierung als drei Themenfelder, wo irgendwo Weichenstellungen vorgenommen werden müssen von einer künftigen Regierung, damit wir gut in die Zukunft gehen. Das würden wir in einer ersten Runde hier etwa 75 Minuten auf dem Podium machen und dann würden wir öffnen und auch die ganzen Anregungen, die heute Vormittag und am frühen Nachmittag diskutiert worden sind, können dann hier aufgegriffen werden. So, jetzt komme ich nach den Vorreden zu meinen Gästen. Ich mache das einfach mal alphabetisch, dachte ich. Kai Gehring ist im Bundestag seit 2005 für Bündnis 90 Die Grünen und war da in der letzten Legislatur Sprecher für Hochschule, Wissenschaft und Forschung. Auf seiner Website kann man dann aber so ein bisschen kontrastiv auch entnehmen, Arbeiterkind und Pottkind, also irgendwo da auch eine ganz interessante Kombination. Zusammen mit ihm habe ich ein Thesenpapier zu Wissenschaftsfreiheit geschrieben, das auch draußen liegt und bei Interesse, wenn es noch nicht vergriffen ist, darauf wollte ich nur kurz hinweisen. Und er sitzt jetzt und ist Leiter der Sondierungsgruppe für den Bereich Bildung und Wissenschaft, sodass er sich irgendwo heute ja sicherlich an der einen anderen Stelle auch zügeln muss, dass es da keine Geheimnisse ausgeplaudert werden, aber vielleicht ist ja doch das eine oder andere dabei. Ist mit Livestream, genau. Neben Kai Gehring sitzt Monika Groß, Professorin Monika Groß. Sie ist Präsidentin der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin seit 2011, also auch eine erfahrene Hochschulleiterin. Sie ist von Hause aus Biologin und hat am Deutschen Krebsforschungszentrum promoviert in Heidelberg. Das sage ich deswegen, weil sie sozusagen jetzt sehr verschiedene Perspektiven auf das Hochschulwesen in ihrer Person vereint. Sprich die Außeruniversitäre, die Fachhochschulperspektive, die Universitäre und in der Hinsicht, glaube ich, eine sehr wertvolle Person in dieser Runde ist. Und außerdem ist sie das, weil sie bei der HLK Vizepräsidentin für digitale Infrastrukturen ist, was ja eines der Schwerpunktthemen heute sein soll. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie hier heute zugesagt haben.
Neben mir sitzt Jule Specht. Sie ist Psychologin, Professorin an der Humboldt-Universität und leitet die AG Wissenschaftspolitik der Jungen Akademie und ist jüngst in Erscheinung getreten, diese AG Wissenschaftspolitik, dadurch, dass sie einen Vorschlag vor einigen Tagen veröffentlicht hat, die Lehrstühle sozusagen abzuschaffen und in eine Departmentstruktur umzuwandeln. Der ist auf weiten Zuspruch sozusagen oder wurde weit rezipiert und das mit dem Zuspruch, da können Sie vielleicht noch mehr zu sagen. Gestoßen auf jeden Fall ein mutiger Schritt und das ist ja auch so ein bisschen heute das Ziel, mal auch so ein bisschen mutig voranzudenken. Das tut sie auch in einem Blog, den sie schreibt. Jule schreibt, heißt der, kann ich sehr empfehlen. Heute dann das Format Specht spricht statt Jule schreibt. Ich freue mich, dass Sie hier sind. So, last but not least, Thorsten Wilhelmi ist Literaturwissenschaftler von Hause aus und arbeitet oder ist Sekretär des Wissenschaftskollegs in Berlin. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist ein Think Tank, der viele internationale, aber auch nationale Fellows über einen gewissen Zeitraum hat, die an einem spezifischen Forschungsprojekt arbeiten und in ihrer Zeit als Fellow nachgehen. Er hat also quasi sitzt am Puls der internationalen Gäste, die mit ihren Blick sozusagen ihre Perspektive auf ihr eigenes Hochschulsystem mitbringen und dann auch hier eine Perspektive zum Deutschen verfeinern. Und da bin ich sehr gespannt, was er uns aus dem Feld berichten kann. Wir haben zusammen in der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats gearbeitet vor einigen Jahren und duzen uns deswegen, das wollte ich nur kurz erwähnen, nicht, dass es komisch wirkt. Wir duzen uns auch, ja. Da ist es vielleicht dann offensichtlicher, warum wir uns duzen. Gut, zur Leitfrage des Abends ist es im Prinzip, was soll in den Koalitionsvertrag rein? Und mit dieser Leitfrage ist auch so ein bisschen, ich weiß es jetzt, das arbeiten wir ab, dann geht das mit den Sondierungen auch flotter. Mit dieser Leitfrage ist aber auch so ein bisschen sozusagen die Flughöhe des heutigen Abends vorgegeben. Allzu Kleinteiliges und Technisches scheidet somit irgendwie für die Diskussion aus und allzu Blumiges auch, weil das stand ja schon in den Wahlprogrammen. Das muss man also in den Koalitionsvertrag nicht nochmal reinschreiben. Gut, kommen wir. Der Vorrede sei jetzt ein Ende gesetzt zum ersten Thema, die Hochschulfinanzierung. Da gibt es ja diverse Pakte, die bislang die Hochschulen unterstützt haben, dass sie verschiedene Aufgaben wahrnehmen können. Ich nenne nur mal ein paar: Exzellenzinitiative, Hochschulpakt, Qualitätspakt, Lehre, Mittel für den Hochschulbau und so weiter. Das IW Köln hat auf Basis von GWK-Zahlen das mal zusammengerechnet und ist auf die Summe von 4 Milliarden gekommen, die im Moment aufgrund von Sonderprogrammen in die Hochschulen fließen. Und jetzt ist halt die Frage, was macht man, wenn die jetzt sozusagen sukzessive alle auslaufen? Und deswegen meine Frage an Kai Gehring als Einstieg: Wo siehst du da die politische Herausforderung? Also die politischen Herausforderungen sind sehr groß für die Wissenschaftspolitik der Zukunft und im Moment bin ich tatsächlich extrem auch bei den Sondierungen mit beschäftigt, vorzubereiten, was man in möglichen Koalitionsverhandlungen dann auch miteinander besprechen kann. Sie haben aber gestern mitgekriegt, dass man schon jetzt beim Sondieren erhebliche Schwierigkeiten miteinander hat. Es war auch immer grüne Linie, wir wollen durchaus regieren, um die Republik grüner zu machen, aber wir müssen nicht, sondern es muss sich eine grüne Handschrift dann auch wiederfinden. Und das ist gestern bei Klima und Flucht, bei den Sondierungsgruppen noch nicht gelungen, sondern man braucht da sehr viel Zeit, weil das eine Cross-Koalition ist mit maximalen programmatischen Gegensätzen, die jetzt Vertrauen aufbauen muss und dann versuchen muss, Kompromisse hinzubringen, wo man jetzt damit beschäftigt ist, erstmal zu verstehen, wo steht der andere. Ich bin inzwischen auch, im Wahlkampf war das natürlich auch schon so, aber Experte auch, was FDP, CDU, CSU so wirklich meinen und wollen in ihrem wissenschaftspolitischen Forderungskatalog.
und auch etwas klarer zu haben, was man davon irgendwie, wo man sinnvolle Anknüpfungspunkte findet und wo man auch sagt, das kann man so nicht machen. Die BAföG-Reform der FDP, die ist ein echtes Problem beispielsweise. Und dass die CDU bisher sich nicht so klar zum Hochschulpakt bekennt, ist auch ein Problem, weil der Hochschulpakt durch eine gemeinschaftliche Studienplatzfinanzierung letztlich schon einen Beitrag zur Grundfinanzierung der Hochschulen liefert für die Universitäten und Fachhochschulen in der Republik. Und deshalb hat man auch in diesem Feld, was vielleicht bei einem potenziellen Jamaika-Bündnis eher vielleicht als Konsens- und Chancenthema gilt, auch richtig große, dicke Bretter zu bohren. Wir wissen, dass in dieser Wahlperiode die entscheidenden Wissenschaftspakte auslaufen, außer jetzt die Exzellenzinitiative, wo man die Verdauerung über den 91b bereits beschlossen hat. Aber gerade bei dem Hochschulpakt, den würden wir als Grüne schon ins Zentrum rücken wollen, auch sicherlich in einer sinnvollen Kombination mit dem Qualitätspakt Lehre, damit man eben pro Studierendem dann auch mehr Geld bekommt, beziehungsweise es weiterhin auch einen großen Bundesanteil gibt bei der Finanzierung der Universitäten und Fachhochschulen. Denn nur mit einer verlässlichen Perspektive bei diesen Finanzmitteln kriegt man die Hochschulen, glaube ich, auch stärker bewegt, mehr Dauerstellen zu schaffen oder für mehr Verlässlichkeit fürs wissenschaftliche Personal, für die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler zu sorgen. Das heißt, einmal eine nachhaltige Finanzierung für unser Wissenschaftssystem, das muss auf die Tagesordnung, und dann eben auch verlässliche Karriereperspektiven für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil eben diese kleine Novelle des WissZeit-VG, des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes in der letzten Wahlperiode da aus grüner Sicht nicht Stein der Weisen war, sondern man weitergehen muss. Und deswegen muss man jetzt vor allem in dieser Koalition, wenn sie überhaupt zustande kommt und nicht schon in den Sondierungen platzt, schauen, dass man auch sich ambitionierte Finanzierungsziele setzt. Sie haben das mitgekriegt bei dem ersten Dokument zu den Finanzen, dass festgehalten wird, dass man über die Höhe der Investitionen noch wird zu reden haben. Und gerade der Bildungs-, der Wissenschafts- und auch der Digitalisierungsbereich ist besonders investitionsstark. Und deshalb muss man bei Bildung und Forschung aus grüner Sicht dieses 3,5 plus 7% Ziel setzen. Auch das sieht die Union schon zum Teil anders, weil sie eben sieht bei Bildung, naja, da haben wir es jetzt seit Jahren nicht hingekriegt, deshalb muss man gucken, ob es ein 10% Ziel wird am WIB oder ein 10,5% Ziel am WIB, aber das Entscheidende ist, man braucht eben für Bildung und Forschung vom Investitions- und Infrastruktur Kuchen eine ganze Palette ab. Und das wird auch mit den anderen Fachpolitiken dann hart zu verhandeln sein. Und das ist erstmal eine ganz wichtige Herausforderung, damit man nachher auch gute Programme gestalten kann. Mhm. Frau Groß, macht Sie das eher nervös, das so zu hören, wenn sozusagen die Frage, ob und in welchem Umfang überhaupt investiert werden kann, offenbar doch viel fragwürdiger ist, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, wo es ja doch relative Zuwächse gab? Oder genau, was ist Ihr Gefühl sozusagen? Es gab auch ein paar Schlagwörter, Sicherheit, da gehen Sie sicherlich mit. Dass die CDU sehr zurückhaltend bezüglich der Verstetigung ist, das war uns allen in den Hochschulen sehr bewusst. Und da kann ich mich meinen Vorrednern nur anschließen. Es ist absolut wichtig, dass bei den Pakten, die jetzt auslaufen, speziell eben Hochschulpakt und Qualitätspakt Lehre, dieses in die Verstetigung bei den Hochschulen ankommt. Wo ich allerdings zusammengezuckt bin, ist, wenn es heißt, es muss pro Studierendem ankommen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass beim Hochschulpakt es ja in erster Linie um Aufbau von Studienplätzen ging in den letzten 10 Jahren. Und die Masse dieser Studienplätze sind eben nicht an den Universitäten, sondern an den Fachhochschulen aufgebaut worden. Das heißt, dass bei einigen Fachhochschulen 30%
30% des Haushalts über diesen Pakt läuft. Das heißt, wir können auf keinen Fall sagen, Geld folgt den Studierenden. Das würde bedeuten, dass die aber diese kleine Wort pro Studierenden, da muss man einfach aufpassen. Ich sage das nur, das ist das, was wir von den Hochschulen, auch von der Hochschulrektorenkonferenz ganz klar gesagt haben. Wir müssen die Lehre, die über diesen Hochschulpakt aufgebaut worden ist, verstetigen. Das würde also bedeuten, dass viele noch befristete Positionen, Lehrpersonal wirklich entfristet werden kann. Da sind wir absolut dabei. Das wollen wir als Hochschulen auch, weil es ist unerträglich, diese andere Situation. Also von daher ist es ganz wesentlich, dass dieses Geld bei den Hochschulen bleibt, um diese Lehre aufrechtzuerhalten. Dann wird sehr häufig gesagt, ja, das ist die Frage, ob die Anzahl der Studierwilligen nicht zurückgeht, wie ist die Prognose. Prognosen für Studierendenzahlen der KMK haben sich nie irgendwo wirklich bewährt oder gezeigt, dass es stimmt. Also wir gehen schon davon aus, dass es um die 500.000 plus minus, das ist ja auch immer eine Schwankungsbreite, bleibt und davon mindestens für die nächsten 5 bis 10 Jahre. Also von daher müssen wir die Studienplätze für diese jungen Menschen auch ausfinanzieren und eben verstetigen. Was die Forschung angeht, so ist es auch sehr wichtig, dass wir in dem Bereich die Universitäten und auch die Fachhochschulen klar stärken. Das, was wir gesehen haben als Hochschulen, da fasse ich alle zusammen, dass in den letzten Jahren die außeruniversitären Forschungseinrichtungen immer einen schönen, stetigen Aufwuchs hatten, aber die Hochschulen nicht. Das kann es nicht sein. Das darf auf keinen Fall so weitergehen. Denn sonst werden gerade auch die forschungsstarken Universitäten oder überhaupt die Universitäten ausgeblutet. Das auf keinen Fall. Wir haben also dort 2 Punkte ganz klar, die wir im Auge behalten müssen. Was das WIS-ZVG angeht, also das Wissenschaftszeitvertraggesetz, da wäre zum Beispiel, falls ja eine neue Besetzung im Ministerium BMBF erfolgt, ein ganz wesentlicher Punkt. Das Ministerium war so stolz und Frau Wanka so stolz darauf, dass ja jetzt das akzessorische Personal, also das, was nicht in Qualifikationsstellen ist, dass dieses Personal doch jetzt entfristet werden kann. Ha, sagen dann natürlich alle Institutionen. Wie sollen wir das denn machen, wenn es immer spezifisch ist? Und es gibt Programme bei der DFG, da kann eine Universität, eine Fachhochschule, einen Pool bilden von Personal, was eben akzessorisch ist und was immer wieder bei neuen Projekten darüber finanziert wird. Das BMBF sagt nein. Also jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben also ein BMBF, es gibt der DFG Geld, die DFG sagt ja, das dürft ihr machen und das BMBF selber sagt bei seinen anderen Förderprogrammen, das dürft ihr nicht machen. Das ist auch ein Punkt, der für uns Hochschulen ganz wichtig ist, dass wir dort die Möglichkeit haben, dieses Personal über die Projektierung eben dauerhaft zu finanzieren. Also man sagt sozusagen, diese Person ist jetzt für das neue Projekt in der Abrechnung, Abwicklung zuständig. Also auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir von ein stetiges, konstantes Personal in diesen Bereichen haben. Das wollen wir als Hochschulen auch und wir wären froh, wenn wir diese ganze Befristerei auf die Qualifikationen beschränken könnten. So viel erstmal. Dann würde ich vielleicht auch den Ball aufgreifen und von den Finanzen vielleicht so ein bisschen den Schwenk zum Personal machen. Das ist ja auch damit verbunden, weil das kostet ja auch Geld. Deswegen liegt es ja, Personal ist ja auch irgendwo immer Personalkosten, weil da haben Sie, Frau Specht, ja auch in dem Papier nicht nur strukturelle Vorschläge gemacht, sondern die Perspektiven des den wissenschaftlichen Nachwuchs sozusagen auf sicherere Beine zu stellen, ist ja auch eines der Motive, warum Sie diesen Reformvorschlag der ist ja nicht um der Reform willen, sondern der verfolgt ja gewisse Ansätze. Und vielleicht wollen Sie diesen Punkt ausführen. Mit dem Mikrofon von Kai Gehring, bitte. Danke. Ja, das mache ich sehr gern. Also ich bin ganz optimistisch, dass der Hochschulpakt weitergeführt wird. Egal, wer sich da jetzt maßgeblich durchsetzen wird, glaube ich, wird es prinzipiell Geld im System für die Wissenschaft bleiben. Ich habe weniger Optimismus, wie es eingesetzt wird. Und da kommt genau das, was Sie ansprechen mit der Personalstruktur und wie werden diese Gelder eingesetzt. Denn eigentlich, glaube ich, haben wir kein Geldproblem, sondern ein Strukturproblem. Und genauso wie man sagen könnte, wir haben eigentlich genug Stellen, aber nicht genug
genug Perspektiven, weil wir viele junge Menschen sehen, die sich auf den Weg machen, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen, das dann auf 50% oder 65% Stellen tun, obwohl sie eigentlich den ganzen Tag arbeiten, die dann nur eine Befristung haben, die vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre sind, aber selbst wenn es darüber hinausgeht, sehr lange in dem Zustand sind, dass sie eigentlich nicht wissen, wo sie in den nächsten drei Jahren bleiben können. Und unser Vorschlag sieht vor, dass wir sagen, wir können doch eigentlich mal uns lösen von dem Lehrstuhlsystem und können übergehen in eine Departmentstruktur. Und die Idee dahinter ist relativ radikal formuliert, aber wir haben das jetzt mal so vorgeschlagen, dass wir sagen, wir könnten die ganzen haushaltsfinanzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umwandeln in Professuren, sodass wir den Anteil des Geldes, das von den Universitäten in Personal investiert wird, nicht weiter zusätzlich in befristete Stellen stecken, sondern dass wir dieses Geld nutzen, um langfristige Perspektiven für die Personen zu schaffen, die in dem Wissenschaftssystem sind. Und ich glaube, wir haben das mal durchgerechnet, das kann man kostenneutral hinbekommen, ohne dass man deshalb weniger Lehre anbieten müsste oder irgendwas Großes, Schlimmes passiert. Das heißt, selbst in dieser radikalen Form ist das alles mach- und denkbar. Und jetzt muss man mal gucken, ob es da den Willen gibt, das tatsächlich mal auszuprobieren und weiterzudenken. Ein paar positive Beispiele gibt es ja schon. Es gibt so ein paar progressive Institute, die das bei sich einfach schon mal probiert haben. Und das Ausland ist, glaube ich, auch durch die Bank weg weiter. Aber ich glaube, unabhängig davon, ob das jetzt in welcher Form das Geld bei den Universitäten ankommt, kann es auch so eingesetzt werden, dass wir eine deutlich bessere Personalstruktur in den Universitäten haben, wovon letztendlich alle profitieren würden. Was jetzt die Gelder abseits vom Hochschulpakt angeht, ist eine Sache, über die ich mir viel mehr Sorgen mache, und da wäre ich mal gespannt, was da die Gespräche bisher so bringen, wenn ich mir vorstelle, dass die FDP das BMBF übernehmen würde, nur mal so ganz spekulativ. Ist das denn nicht auch was, wo man befürchten müsste, dass die Hochschulfinanzierung durch Studiengebühren erleichtert werden würde? Oder was würden die Grünen sagen, wenn die FDP das gerne durchsetzen wollen würde? Das ging, glaube ich, nicht an mich. Also das Risiko, dass Jamaika doch nicht klappt, ist nach wie vor groß. Man wird lange Zeit brauchen, um miteinander zu reden, und wir Grüne wollen da gerne auf Erfolg verhandeln, aber es ist im Moment wirklich richtig schwierig. Wenn man dann irgendwie einen ganzen Tag zusammensitzt und dann ist am Ende des Tages immer noch nicht klar, dass die von Deutschland mitgezeichneten und vom Bundeskabinett beschlossenen Klimaschutzziele gelten, sondern dass am Ende des Tages von der FDP wieder in Frage gestellt wird, dann kommt man halt nur sehr langsam voran. Weil das ist irgendwie, da braucht man eigentlich nicht mehr drüber reden, sondern man muss sich über die Maßnahmen verständigen. Deshalb bin ich jetzt überhaupt gar nicht bereit, mich darauf einzulassen, wer das BMBF künftig leitet und ob es ein BMBF bleibt oder wie das künftig zugeschnitten sein wird. Nehme ich die Programme sehr ernst, und im FDP-Programm sind nachgelagerte Studiengebühren gefordert, und es ist klar, das ist nicht grüne Position, sondern bei uns steht auch im Bundestagswahlprogramm drin, dass wir keine Studiengebühren wollen. Ich bin auch nicht ganz unschuldig dran, dass der Satz drinsteht. Aber das kann man, glaube ich, auch wegkriegen, weil das einfach Ländersache ist. Und wir machen einen Bundeskoalitionsvertrag, und da muss man sich nicht zu Studiengebühren in den Ländern äußern. Und die Grünen haben auch im Bund und in den Ländern sehr klare Positionen, wie wichtig uns die Internationalisierung ist. Und das sind alles Felder, die dann da auch sicherlich zur Sprache kommen. Normalerweise hätte ich gestern Abend sondiert, und dann kam halt um kurz vor 8 die Botschaft, das ist für heute wird nichts mehr sondiert. Jetzt sind wir wahrscheinlich Montag dran und wir gucken mal, wie ernst es den anderen mit ihren jeweiligen Forderungen dann auch ist. Und ich teile da noch nicht so den Optimismus, dass es sowieso viel Geld für die Hochschulen geben wird. Ich überspitze ja jetzt mal so ein bisschen salopp.
Das sind richtig harte Verteilungskämpfe, die da jetzt auch innerhalb der Koalition ausgefochten werden. Und es ist doch überhaupt nicht klar, was man jetzt mit den Steuerüberschüssen macht. Und wenn sich die FDP da hinstellt, um abzufeiern, sie hat jetzt den Soli abgeschafft, was gar nicht in der Vereinbarung stand, dann sieht man, was man da im Bereich der Finanzpolitik und bei den Investitionen noch in den nächsten Wochen zu beraten hat. Und dann muss man einen Strich drunter machen und gucken, kann man jetzt der eigenen grünen Partei Sondierungen guten Gewissens, also Koalitionsverhandlungen empfehlen. Man wird das ein grüner Parteitag beschließen, ob ja oder nein, und dann geht man in Koalitionsgespräche. So, und ich will nur noch mal das Verfahren deutlich machen, weil jetzt manchmal schon Journalisten schreiben, was brauchen die denn so lang? Und dann frage ich mich manchmal, haben die Journalisten sich eigentlich jemals auch im Bundestagswahlprogramm mit den Parteiprogrammen beschäftigt der anderen? Und was eine solche Cross-Koalition dann für Kraft kostet, wenn man mit einer APO-FDP da zu tun hat, die jetzt 4 Jahre dem Deutschen Bundestag nicht angehörte. Und dass man jetzt auch gucken muss, wie beweglich beispielsweise eine CDU-CSU dann auch in ihrer Programmatik da ist. Die Hinweise zum Pakt für Forschung und Innovation würde ich gerne aufgreifen. Das sind ja verlässliche Grundfinanzierungsaufwüchse, die die außeruniversitären Forschungseinrichtungen in den letzten Jahren hatten. Erst 5%, derzeit 3%. Da wird man drüber reden müssen, in welchem Umfang weiter Erhöhungen stattfinden. Aber ich fände das Prinzip sehr wichtig anzusprechen, wenn es dort diese Erhöhung weiter gibt, dann wäre es aus grüner Sicht wichtig, dass das in einem Gleitflug stattfindet mit einer Dynamisierung beim Hochschulpakt. Ich treffe aber erstmal auf eine Union, wo der Hochschulpakt noch nicht in trockenen Tüchern ist. Deshalb ist das erstmal ein weiter Weg, aber diese Grundphilosophie, dass dieser Spalt zwischen Universitäten und Fachhochschulen auf der einen Seite und der außeruniversitären Forschungseinrichtung auf der anderen Seite, der darf finanziell nicht weiter auseinandergehen. Und das ist dann nicht nur über Kooperationsprojekte und Transfer zu kitten, sondern auch da geht es auf jeden Fall um die Finanzen. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Departmentstruktur. Es ist vielleicht dann witzig, wenn das ein Politiker sagt, aber ich glaube einfach bei eurem Vorschlag nicht, dass der kostenneutral zu haben ist. Denn wenn ihr jetzt einfach die vorhandenen Stellen in Professuren umwandelt, dann denke ich in Stellenäquivalenten und dann wird das eine Kürzung des Personals um 40 oder 30% bedeuten, je nach Rechnung. Deshalb kostenneutral geht es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich bei aller Freude über radikale Vorschläge so klasse ist, es dann nur noch mit Professuren zu tun zu haben oder ob wir nicht in Schule und in vielen anderen Bereichen über Multiprofessionalität sprechen und dass man da unterschiedliche Professionen da auch braucht und nicht nur Professuren. Das sind meine zwei wesentlichen Kritikpunkte, wo es sicherlich eine schöne Erwiderung noch gleich drauf gibt. Das können wir gerne machen. Ich würde aber jetzt gerne mal Thorsten Wilhelmi auch ins Gespräch einbringen und aber nicht zum Thema Departmentstruktur. Deswegen würde ich das sozusagen auf später verschieben, es sei denn, es reizt ihn dazu, was zu sagen. Ja, da Jule Specht mir dankenswerterweise das Papier vorab zu lesen gegeben haben, habe ich es mir natürlich auch angeguckt. Erstmal großes Kompliment nicht nur für das Papier, sondern auch für den Mut, im Grunde genommen ganz viele Kommentatorinnen und Kommentatoren einzuladen und deren durchaus auch kritische Stellungnahmen da gleichzeitig mit abzudrucken. Ich finde, das ist eine vorbildliche Art und Weise, nicht nur mit einem eigenen Vorschlag an die Öffentlichkeit zu treten, sondern gleichzeitig die Diskussion darüber zu befeuern und zu eröffnen. Ich glaube auch nicht, dass es kostenneutral zu haben ist, weil sie im Grunde genommen ernst nehmen, was an professoraler Lehre mit 9 Semesterwochenstunden angegeben ist, was, glaube ich, einfach in der Realität nicht gedeckt ist. Also das ist mal ein Punkt. Und ich glaube auch, dass es kapazitätsneutral nicht zu haben sein wird, denn der ganze Punkt des Kapazitätsrechts, den Sie ja ansprechen und der vielleicht für die wissenschaftspolitischen Nicht-Feinschmecker hier im Raum so ein wissenschaftspolitischer Dauerbrenner ist, wo man auch sagen würde, also wenn ihr an irgendwas ran wollt als gemeinsames Vorhaben, dann könnte man mal irgendwann über das Kapazitätsrecht nachdenken, damit nicht jede Verbesserung der Lehre gleichzeitig zum Anwachsen von Studienplätzen führt. Aber ich meine, das wissen wir auch schon seit 20 Jahren und es passiert an der Stelle im Grunde genommen nichts.
Das Problem, das ich in dem Departmentstrukturvorschlag sehe, und wir haben darüber ja schon gesprochen, Frau Specht, ich weiß nicht wirklich, ob die auch, und das klingt jetzt hart, aber für das Wissenschaftssystem ja absolut notwendige Fluktuation und der Auswahlprozess, der auch verbunden sein muss mit der Berufung auf eine Professur, ob der sich eigentlich verlangsamt dadurch und ob im Grunde genommen, und das müssten Sie mal durchrechnen an einem Department mittlerer Größe, ob es dann zu der Bevorzugung genau einer Generation kommt und dann ist für die nächstfolgende Generation sind dann eben keine Professuren mehr da. Und das wäre nun im Grunde genommen, da sehen wir aus anderen Wissenschaftssystemen, Italien, Österreich, die haben das gemacht und ich glaube, das war nicht unbedingt zu deren Vorteil. Also das wäre unbedingt zu vermeiden, bei aller Sympathie dafür zu sagen, also diese Art von Fürstenhöfen und Lehrstuhlhierarchie schaffen wir ab. Und dann vielleicht letztes, da bin ich auch ganz bei Kai Gehring, wir haben auch drüber gesprochen, ich glaube, dass der Vorschlag des Wissenschaftsrats, einen lehrorientierten Karrierepfad zu schaffen, der in die Professur einmündet, nämlich die Professur mit Schwerpunkt Lehre, dass das durchaus eine sinnvolle Ausdifferenzierung von also auch der Rolle der Professorin und des Professors an der Universität beinhalten könnte. Ich würde gerne auch auf diesen Vorschlag eingehen, insofern, als ich ihn prinzipiell auch sehr gut finde, habe, da ich das Papier erst gestern gesehen habe, da noch nicht weiter intensiv reingeguckt, aber in meinem Vorredner will ich mich insofern anschließen, dass es durchaus Beispiele gibt, wo solche Wege beschritten worden sind, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Dort wurde, das wurde in den 70er Jahren groß aufgebaut in Heidelberg und dort wurden die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch alle entfristet. Und es führte dazu, Ende der 70er Jahre, dass der Output, also der wissenschaftliche Output, absolut down war. Und erst als Harald Zuhausen dann nach einiger Zeit dieses übernommen hat und zum einen versucht hat, die da waren, dazu zu bewegen, auch mal ins Ausland zu gehen, also sich neu zu orientieren und dann auch eine Mischfunktion oder Mischfinanzierung eingeführt hat, mehr Dauerstellen, aber auch Fluktuation. Seitdem hat sich die wissenschaftliche Reputation vom Deutschen Krebsforschungszentrum wirklich wahnsinnig entwickelt. Also das, glaube ich, wäre ein ganz gutes Beispiel, hinzugucken, was geht und was ist eher, hat den gegenteiligen Effekt. So viel einfach nur aus meiner eigenen Erfahrung. Das waren ja jetzt zwei durchaus nachvollziehbare Kritikpunkte oder Anmerkungen dazu. Ich denke mal, es wäre sinnvoll, wenn Sie, da haben Sie sicherlich auch drüber diskutiert. Ja, antworte ich natürlich sehr gern drauf. Also die, ich glaube tatsächlich auch, ich bin ja nun selbst Professorin und habe letztes Semester meine 10 SWS runtergerockt und fand das anstrengend, aber auch toll. Aber habe dann in Reaktion auf dieses Papier ganz häufig diese Rückmeldung bekommen, na, Professoren machen doch nicht 9 SWS-Lehre. Und das ist ja fürchterlich, wenn es nicht stimmt und wenn man sich da immer nur so rauskaufen würde, ne? Also ich glaube schon, dass die Umwandlung einer Lehrstuhlstruktur, wo man einen Menschen oben hat, der eine große Horde an Leuten unter sich versammelt, denen er oder sie relativ frei sagen kann, was sie zu tun haben, genau das befördert, dass Leute gar nicht den Pflichten nachkommen, denen sie nachkommen müssten und dass das durch die Departmentstruktur offensichtlich werden würde. Aber trotzdem sollte es doch Sinn der Sache sein, dass wir auch als Professorinnen und Professoren unserer Lehrverantwortung gerecht werden. Und ich finde eben, klar, man kann das irgendwie auch noch Lehrprofessuren schaffen, aber eigentlich ist so das Kernanliegen dieses Vorschlags, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass die Personen, die Professuren besetzen, mit Ausnahmen, sich ganz häufig auf Dinge beschränken, wie zum Beispiel das Haben von Ideen und das Weitergeben von Ideen an Personen, die diese Ideen dann umsetzen. Und dass man eigentlich ganz wenig noch die Dinge macht, auf denen man sich qualifiziert hat und weswegen man auf eine Professur berufen wurde, nämlich tatsächlich selber Forschung zu machen und in kleinen Seminaren mit Studierenden zusammenzusitzen und sich über Dinge auszutauschen. Und ich glaube, dass es jetzt keine Gleichmacherei sein soll, allen Personen eine Professur zu geben, die dauerhaft im Wissenschaftssystem sind, sondern dass die Idee ist, dass alle gleich gewertschätzt werden, auf einer gleichen Hierarchieebene sind, sich demokratisch an Entscheidungsprozessen beteiligen können und diese Vielfalt trotzdem in der Ausgestaltung der Rolle des Professors oder der Professorin erhalten bleibt. Die, genau, das heißt, die Frage, und
ich stimme auch zu, dass eine gewisse Fluktuation sinnvoll sein mag, aber wir haben jetzt eine Fluktuation, die, und was ist der Durchschnitt zur Berufung auf eine Professur? 41, irgendwas oder sogar 42,5 Jahre. Ja, 42,5 Jahre seit der Geburt. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich finde 42,5 Jahre ist schon ein relativ stattliches Alter eigentlich. Und wenn man bis zu diesem Zeitpunkt die ganze Zeit auf, sag ich jetzt mal so. Man kann erst seit einem halben Jahr Bundeskanzler werden, also in Deutschland. Ja, und wenn man bis zu diesem Zeitpunkt auf befristeten Stellen ist und jemanden vorgesetzt hat, der einem sagt, was man zu tun hat, finde ich das gerade für die Wissenschaft ungünstig. Und es mag Gegenbeispiele geben, wo dann in einem Schwung mal alle eine ganze Riege entfristet wurde. So meinen wir das nicht. Wir haben da eine zeitliche Staffelung vorgesehen. Und es gibt durchaus Department-Systeme, zum Beispiel in den USA, wo man sagen würde, in einigen Aspekten überholen die uns von ihrer Forschungsleistung. Also man kann, glaube ich, nicht sagen, dass generell die Forschungsleistung droht einzubrechen, wenn wir den Personen frühzeitig Perspektiven bieten, sondern ich glaube, dass wir gerade in einem Extrembeispiel sind von ganz viel Befristung und ganz langer Abhängigkeit, die man eigentlich ein bisschen aufbrechen könnte. Thorsten Wilhelmi, zur Eigenständigkeit der Forschung. Nein, also nochmal, also weil Sie den Punkt aufgreifen. Und ich glaube, das ist ja auch die völlig richtige Problembeschreibung, von der Sie ausgehen, dass einfach die Aussage über einen verlässlichen Verbleib im deutschen Wissenschaftssystem gerade in der Universität viel zu spät kommt. Und die Zahl, ich habe es extra im aktuellen Bundesbericht wissenschaftlicher Nachwuchs nachgeschlagen, das Berufungsalter auf eine Professur steigt sogar im Vergleich zu den letzten Berichten. Und das finde ich schon bei aller Anstrengung und bei dem also trotz der Tatsache, dass diese Diagnose schon seit mindestens 2 Jahrzehnten im Raum steht, finde ich es also dringend notwendig, auf dem Punkt auch zu beharren und nochmal hinzuweisen und auch nochmal zu überlegen, wie kommen wir daran. Ich möchte aber noch einen Satz, den Sie eben gesagt haben, aufgreifen. Sie leiteten Ihr erstes Statement ein mit dem Satz, wir haben kein Geldproblem, sondern ein Strukturproblem. Das mag stimmen. Mir scheint aber, dass das tiefer liegende Problem sogar ein Kulturproblem ist und dass die Tragik der Wissenschaftspolitik darin besteht, dass sie um Kulturveränderungen innerhalb der deutschen Universität anzustoßen, immer nur in Strukturen intervenieren kann. Und das ist ein Mismatch. Und deshalb wird eine Strukturreform nach der anderen im Grunde genommen auf die Universität losgelassen, wohl wissend, dass das, was man eigentlich ändern will, ein kultureller Veränderungsprozess, nämlich im Selbstverständnis der deutschen Professorin oder des deutschen Professors, vielleicht eher des deutschen Professors, ist dieses Lehrstuhlprinzip, das Schüler und Schülerinnen haben, die man per Hand auflegen, im Grunde genommen ernennt. Und das sind alles im Grunde genommen auch ein bisschen fehladressierte Probleme, wenn man nur auf die Wissenschaftspolitik und auf den nächsten Koalitionsvertrag guckt. Aber das wäre im Grunde genommen die Masterfrage, wie man einen Kulturwandel hinbekommt, ohne ständig diese Art von Strukturreform anschieben zu müssen. Mit Mikro, bitte. Eine Problemkumulation. Aber irgendwo, also es wurde sozusagen die Frage Geldproblem, Strukturproblem, aber es gibt doch irgendwo auch ein strukturelles Geldproblem. Weil ich habe mal kurz bei Herrn Viada, der ja auch sinnvolle Sachen aufschreibt, mir die Zahlen angeschaut und da nicht immer, nein. Aber da sieht es so aus, dass die Steuereinnahmen in den letzten 4 Jahren um 20% gestiegen sind. Das sind insgesamt 89 Milliarden Anstieg und dass es natürlich auch bei den Hochschulen ein Wachstum der Grundfinanzierung gab, aber es gab eben auch ein Wachstum der Aufgaben. Sprich, die Studierendenzahlen sind auch gestiegen, sodass dann letztlich unterm Strich die Ausgaben pro Student in diesem Zeitraum um 11% gesunken sind. Also die Finanzvolumen, was sozusagen für Studium und Lehre zur Verfügung steht. Das DIW hat eine Aufstellung gemacht, die zeigt, dass der Grundmittelanteil über die Jahre um 2-3% sinkt. Er war mal über 50%, inzwischen ist er unter 50%, bei 47,5%. Also irgendwo gibt es doch da auch auf der einen Seite die Sonntagsreden und dann die Werktagsrealität. Die Sonntagsrede sagt, wie wichtig Bildung und Wissenschaft ist, und in der Realität gewinnen dann irgendwo immer die anderen, oder? Auf
jeden Fall. Das Problem hat vor ein paar Jahren mir mal jemand so beschrieben, dass eben die Ministerpräsidenten oder der einzelnen Länder an den Sonntagsreden die Bildung hochhalten und die entsprechenden Minister oder Senatoren, Senatorinnen dann an den Finanzministern und Senatorinnen scheitern. Und von daher ist das ein absolutes Problem, was wir als Hochschulen haben, dass wir eben in der Grundfinanzierung pro Studi einfach immer stärker abfallen, mehr Aufgaben bekommen. Vor allem liegt es zum Teil auch daran, dass sich Gesetze und Regelungen in den letzten 10 Jahren so drastisch geändert haben, dass wir einen Aufwand in der Bürokratie haben, den, sagen wir mal, unsere Lehrenden und Studierenden immer so einer Leitung dann zuschreiben, sagen, ihr verlangt mehr von uns. Das Problem ist aber, dass sich Gesetze so ändern, dass immer mehr Aufgaben zu erfüllen oder Anforderungen zu erfüllen sind, die schwierig sind. Das ist also der eine Teil, wo wir absolut Probleme haben. Dann haben wir den Studierendenberg oder den Aufwuchs gehabt, der sich im Personal niederschlägt. Also mehr Studierende sind an Hochschulen. Die Gebäude sind aber überhaupt nicht nachgehalten worden. Das heißt, wir haben überhaupt nicht genug Platz in vielen Bereichen für eine solide, gute und auch gleichbleibende Ausbildung in allen Bereichen. Gerade komme jetzt ja von einer Hochschule, die zu über 90% technisch-naturwissenschaftliche Studiengänge hat. Für uns als Hochschule ist das eine Katastrophe, denn wir müssen natürlich gerade für praxisorientierte oder nahe Studiengänge da eine ganz andere Laborstruktur vorhalten. Plus, wir brauchen einen Erneuerungszyklus, denn wir müssen natürlich an Aktualität auch immer dabei bleiben. Gerade auch an den großen Universitäten, was die Naturwissenschaften angeht, ist es ähnlich problematisch. Also Natur- und Ingenieurwissenschaften haben dort einen absoluten Nachholbedarf, um hier auch eine Attraktivität bieten zu können im Vergleich zu entsprechenden Studiengängen in anderen Ländern in Europa. Thorsten Wilhelmi dazu? Ja, nur ganz kurz, also an diesem Infrastrukturthema, das ist tatsächlich was, ich weiß gar nicht, ob das in eurer Arbeitsgruppe oder dann eher beim Bau irgendwie angesiedelt ist. Man kann sich ja fragen, ob die Preisgabe der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau in der Föderalismusreform wirklich so eine gute Idee war. Aber das Thema Flächen und das Thema studentischer Wohnraum werden natürlich in den folgenden Jahren wirklich dringend sein. Und gerade beim studentischen Wohnraum, glaube ich, wird es krisenhaft werden, wenn da nicht auch Geld in die Hand genommen wird. Ja, also die Föderalismusreform von 2005 war natürlich schlecht für den Bildungs- und Wissenschaftsbereich. Und auch die Aufgabe der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau fanden wir als Grüne damals alles andere als gut, sondern haben das alles abgelehnt, weil wir das haben kommen sehen, wenn dann nur noch ein Betrag überwiesen wird, dass man eben sich sehr darauf verlassen muss, dass es jeweils dann auch weiter im Hochschulbau landet. Viele Landeskabinette haben das dann entsprechend auch festgelegt und ohne diese jetzt 792 Millionen sind es pro Jahr für Forschungsbauten, sähe das auch düster aus. Das wäre natürlich auch jetzt, das werden wir auch nochmal aufrufen jetzt natürlich in den Gesprächen. Wir haben ein Programm aufgestellt als Grüne für die Infrastrukturen des Wissens, weil wir gesagt haben, dass die Hochschulbauten auf der Höhe der Zeit sein müssen und damit sind digitale Infrastrukturen wie bauliche Zustände, gute Labore, gute Hörsäle genauso gemeint wie die soziale Infrastruktur auf dem Campus. Also das Thema kriegt ja zum Glück jetzt immer mehr Drive und wird immer, also in der öffentlichen Wahrnehmung, die Dringlichkeit ist lange da, dass man das studentische Wohnen besser ermöglicht. Was bezahlbaren Wohnraum angeht, das wird sicherlich eher über die Baufrage entschieden, aber ich fände es unheimlich wichtig, dass wir ein Signal kriegen für eine Modernisierung der Infrastrukturen des Wissens. Und das kann man natürlich oft mit Digitalisierung verknüpfen, aber es fehlt teilweise auch an vielen Basics. Und ich glaube, dass alle Bereiche hier auch profitieren müssen, was wir auch mehr für Schulen tun müssen. Guckt euch die Berufsschulen teilweise vor Ort an und die Berufskollegs.
Da muss auch dringend mal was für die Ausstattung getan werden und die Universitäten und Fachhochschulen. Und siehe da, muss man dann auch wieder gucken, dass die Hochschulen in so einem Diskurs nicht zu kurz kommen, sondern eben auch einem womöglich zu verteilenden Kuchen was abkriegen, weil gerade die Hochschulen für ein Innovationsland wie die Bundesrepublik Deutschland besonders wichtig sind. Und wenn man diesen Verteilungskampf in den Landeskabinetten anguckt, ich finde es beispielsweise schon toll, was Theresia Bauer da auch in Baden-Württemberg erst grün-rot und jetzt grün-schwarz auch schafft. Also das sind garantierte Aufwüchse, die jeweils ins Hochschulsystem kommen. Die hätte aber jetzt genauso wie alle anderen Wissenschaftsministerinnen und Minister Probleme in den Ländern, wenn wir eben als Bund dort über die Pakte nicht weiter auch für Finanzierungssicherheit sorgen. Und deshalb hängt das zusammen, aber ich hoffe sehr, dass man auch so ein Grundverständnis hinkriegt, dass vernünftige Hochschulbauten auch ein Teil von Grundfinanzierung sein sollten und der Bund hier auch noch mehr unterstützen sollte und das nicht nur auf Digitalisierung gemünzt. Aber das sind ganz, ganz schwierige Themen jetzt auch für die nächsten Wochen und Monate. Das Stichwort Digitalisierung würde ich gerne aufgreifen, um die Finanzen jetzt ein bisschen zu verlassen, ohne dass wir das Thema jetzt abschließend erörtert hätten. Aber ich glaube, wir haben so ein bisschen gemerkt, welche Faktoren da eine Rolle spielen, dass es Gründe zum Optimismus geben kann, aber auch einige zweifelnde Elemente bei dieser Finanzierungsfrage und dass sie letztlich von Bau über Qualität, über Strukturfragen an den Hochschulen auch sehr viele Dinge betreffen. Vielleicht auch macht man im Finanzministerium die bessere Wissenschaftspolitik, das weiß ich nicht. Das habe ich vielleicht mal als Quintessenz von diesem ersten Thema jetzt mitgenommen. Ich würde gerne Frau Groß fragen, wenn wir uns diesem zweiten Aspekt Digitalisierung zuwenden, die ja immer sehr leicht genannt ist, dann kann sich jeder viel darunter vorstellen. Alle haben das Gefühl, gut, das ist ein Prozess, den kann man wieder zurückdrehen. Der kommt irgendwo überein. Einige gehen damit einfacher und entspannter um, andere weniger. Dann ist sozusagen auch so ein bisschen dieser Aspekt der Wissensgesellschaft, der Informationsgesellschaft, wo die Frage ist, sind unsere Bildungsinstitutionen in der Form, wie sie im Moment agieren und aufgestellt sind, in der Lage, den Ansprüchen, von denen man auch noch nicht genau weiß, wie sie werden, sozusagen zu entsprechen, was Weiterbildung, was Angebote und so weiter angeht. Das war jetzt ein sehr langes Intro. Ich denke, Sie als bei der HLK zuständige Vizepräsidentin für Digitalisierung oder digitalen Wandel haben da einen spezifischen Blick drauf, wo eigentlich die Herausforderungen sind, die wir angehen müssen und welche Dinge eigentlich ohnehin ganz gut in den Händen der Hochschulen sind und laufen. Da würde ich gerne einfach mal neugierig fragen, wie Sie das sehen. Also ich würde mal zwei Punkte herausgreifen. Einmal geht es bei der Digitalisierung in der Lehre um neue Formate, die entwickelt werden und entwickelt werden müssen für die Studierenden, um eben die Zukunftsfähigkeit in der Ausbildung zu garantieren. Denn sie werden auf ganz neue Herausforderungen dann in ihrem späteren Aktionen, Berufsleben gestellt sein. Es gibt ein weiteres Feld, was extrem wichtig ist und dessen Bedeutung, glaube ich, in vielen Universitäten, geschweige denn Fachhochschulen, erkannt ist. Es geht um das Forschungsdatenmanagement. Wir produzieren seit vielleicht 10 Jahren aufgrund der Digitalisierung eine Unmenge an Forschungsergebnissen, an Forschungsdaten. Und wir haben bis auf wenige Beispiele überhaupt gar keine Vorstellung, wie wir diese Daten so kuratieren und ablegen, dass sie eben auch erhalten bleiben können. Es gibt ein gutes Beispiel, was man nehmen könnte, da gehe ich einfach auf das, liegt aber auch an meiner Profession, Human Genome Projekt ein, also die Sequenzierung des menschlichen Genoms hat ja eine Fülle von Daten kreiert, die eben so abgelegt sind, dass alle in der Welt zugreifen können auf Daten und damit arbeiten können oder wieder neu einlegen. Aber so etwas gibt es in anderen Bereichen fast überhaupt nicht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, wie bringen wir den jungen Doktorandinnen, Doktoranden schon
oder sogar schon im Masterstudium bei, also als zusätzliche Qualifikation in dem jeweils eigenen Fachgebiet, denn das ist ja immer unterschiedlich, die Daten zu kuratieren und abzulegen, dass jemand anders sie durch geeignete Suche auch finden kann. Denn sonst geht ja unglaublich viel Erforschtes und Wissen verloren. Also das, glaube ich, ist eine ganz große Herausforderung. Das heißt, wir müssen die Infrastrukturen dafür schaffen, dass es abgelegt wird, aber wir müssen auch in der Ausbildung und in der Weiterbildung dafür sorgen, dass jede Forscherin und jeder Forscher die entsprechenden Daten auch so ablegen kann. Das sehe ich zum Beispiel als ganz große Herausforderung. Und das ist eher eine Frage der Finanzierung, dass man Programme bräuchte, die sozusagen sowas organisieren, helfen? Oder das ist eher eine Frage, die auch quasi in der Hochschule oder im Hochschulsystem selber gelöst werden muss, uns jetzt nicht externe Anreize durch die Politik, die Wissenschaftspolitik bedarf, weil es eher eine Frage ist, wie sich Fachgesellschaften verständigen, wie man sozusagen Standardentwicklung bei diesen Dingen innerhalb der Wissenschaft vorantreibt. Im Prinzip muss bei jedem Forschungsprojekt der DFG ein Teil der Finanzierung mit beinhalten, dass die Daten entsprechend abgelegt werden. Das muss einfach mitgedacht werden, schon alleine dafür. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, dass es sicher Projekte geben muss, in denen einzelne Fachgebiete die für sie jeweils spezifische Kuratierung entwickeln. Das muss also allgemein gemacht werden. Und die Hochschulen selber sind aufgefordert, eben entsprechende Module zu entwickeln, damit den jungen Menschen diese Kompetenzen auch übereignet werden können. Also es ist Weiterbildungsangelegenheit. Es ist natürlich in der Forschung, dass es auch dafür gesorgt wird, dass es überabgelegt wird. Und es müssen die entsprechenden Strukturen geschaffen werden. Also drei große Herausforderungen. Sind die Hochschulen da schon auf einem ganz guten Weg oder was ist Ihre Innenperspektive, Frau Specht? Ja, ich wollte eigentlich was dazu sagen, zu dem Argument, wir müssen den jungen Leuten beibringen, ihre Daten sind irgendwie, dass sie sensibel sind dafür, dass sie ihre Daten teilen müssen. Ich habe da jetzt einen eingeschränkten Blick, weil ich bin Psychologin und die Psychologie hat die Replikationskrise so voll erwischt, weil es einfach ganz viele Ergebnisse gab, die wir nicht replizieren konnten innerhalb der Psychologie. Und ich habe das Gefühl, wenn ich mit jungen Menschen darüber rede, mit meinen Studierenden, mit Doktorandinnen und Doktoranden oder eben überhaupt jungen Leuten unserer Generation, gibt es eine ganz große Zustimmung dazu, dass man Daten eben irgendwo speichern sollte, dass sie frei und zugänglich sein sollten, dass es generell einfach dieses Denken von Open Science geben sollte. Das hat, glaube ich, auch ganz viele, es ist sowieso ganz wichtig, wenn wir uns irgendwie rechtfertigen wollen vor der Gesellschaft und zeigen wollen, was wir genau machen, dass wir die Papiere, die wir schreiben, die Daten, die wir erheben, frei zugänglich lassen, damit andere einen Blick da reinwerfen können. Und ich sehe aber eigentlich bei vielen jungen Menschen da eine sehr große Offenheit dem gegenüber und eher Befindlichkeiten von Personen, die das vielleicht noch nicht gewohnt sind, ihre Daten zur Verfügung zu stellen. Und ich glaube, natürlich muss das immer dann alles in den Hochschulen umgesetzt werden und letztendlich sind die in der Pflicht, aber ich glaube, dass eine Unterstützung aus der Politik helfen würde, Anreize zu setzen, dass man aus diesem Ideal, was glaube ich viele von uns teilen, ja, Daten müssen öffentlich gespeichert werden und Papiere sollen alle lesen dürfen, nicht nur die einen Zugang zu einer Unibibliothek haben, dass das eigentlich ein Ideal ist, was viele von uns verbindet und dass die Umsetzung dann aber oft ein bisschen schwierig und mühsam ist und da würde ich mir so einen politischen Impuls, der das nochmal anregt und verstärkt, wünschen, weil ich glaube, das wird sehr offen angenommen. Zumindest in einigen Fächern wäre da auf jeden Fall die Offenheit da. Ja, das haben wir in der HRK deswegen auch angestoßen, weil wir das als wesentlich empfinden. Aber neben den Anreizen, das zu entwickeln, ist es auch wichtig, und das war jetzt, haben wir als HRK gesehen, die Hochschulen oder die Hochschulleitungen zu sensibilisieren, damit sie das in ihre Institutionen jeweils tragen, damit das, was sie sagen, auch wirklich zum Tragen kommt. Die damit noch nicht so vertraut sind, müssen einfach auch dafür sensibilisiert werden. Haben Sie völlig recht. Thorsten Wilhelmi, zu dem Thema.
Ja, ich komme aus der analogsten Einrichtung, die sich denken lässt. Also wir lassen die Leute ja wirklich 10 Monate bei uns auf dem Campus und zwingen die 5-mal in der Woche miteinander zu essen. Das ist unsere Idee von wissenschaftlicher Kommunikation. Von daher wollte ich durchaus ein bisschen kritisch nochmal nachfragen. Also was Sie mit den Daten sagen, ist ja nur der erste Schritt und könnte zu dem beitragen, was ich insgesamt als ein großes Problem des Wissenschaftssystems sehe, das überhaupt nicht politisch gelöst werden kann, nämlich das ist die Überproduktionskrise von Erkenntnis und den systematischen Instrumenten, die entwickelt werden, damit Leute nicht mehr lesen müssen. Also die ganzen Indikatoren zum Beispiel, die dafür entwickelt wurden. Also insofern, jeder sagt Digitalisierung und meint mehr, aber auch die ganzen Ansätze im Bereich der Digital Humanities überzeugen mich also zu den kleinsten Teilen, denn ich weiß noch nicht genau, was für neue Forschungsfragen kommen da eigentlich raus. Außer Franco Morettis Distant Reading habe ich noch nichts gesehen, was mich wirklich überzeugt in den Geisteswissenschaften. Also zumindest in dem Feld, das ich überblicke. Und von daher will ich so ein bisschen ein Fragezeichen oder ich will besser verstehen, was gemeint ist, wenn von Digitalisierung die Rede ist. Ich verstehe einmal Lehre, da würde man sagen, sowas wie Massive Open Online Courses, das haben wir vor 10 Jahren schon mal diskutiert, habe ich eher den Eindruck, das geht wieder irgendwie runter und die leibliche Kopräsenz ist irgendwas, was in der Lehre nach wie vor irgendwie wichtig ist und zentral. Also das eine wird das andere nicht ersetzen. Das andere ist Daten. Da kommt es, ne, das ist im Grunde genommen nur ein Teilproblem dessen, was ich eben meinte, wie verstoffwechseln wir überhaupt noch das Wissen, das produziert wird und wie findet wissenschaftliche Kommunikation überhaupt statt angesichts der Tatsache, dass wir alle nicht mehr genug Zeit haben zu lesen. Und das dritte ist dann gewissermaßen das interessanteste epistemologische Problem oder die Herausforderung, entsteht durch diese Art der Forschung eigentlich eine andere Art zu forschen? Werden andere Forschungsfragen generiert? Und wie hängen diese drei Dinge eigentlich miteinander zusammen? Das kann man, also ich kann es nicht beurteilen, ob dadurch neue Forschungsfragen generiert werden. Ich kann es nur hoffen. Ja. Der Hintergrund dessen, was wir dort formuliert haben, in unserem Papier auch, war eher, dass wir nicht oder dass wir Daten zur Verfügung stellen, damit nicht immer wieder Sachen reproduziert oder wiederholt werden, die schon irgendwo jemand gemacht hat oder wo falsche Wege eingeschlagen worden sind, die man nicht mehr gehen muss. Aber das würde bedeuten, das ist richtig, es muss gelesen werden. Also das ist auf jeden Fall immer ein wichtiger Punkt und den würde ich auf keinen Fall außer Acht lassen. Das ist nicht Ziel der Sache. Was die Massive Open Courses angeht, da sehe ich auch, das gibt es, aber das ist nicht das, was wir als wirklich sinnvolles Element ansehen. Also brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren. Digitalisierung in der Lehre hat eher spezifische Aspekte und die sind auch von Fach zu Fach absolut unterschiedlich. Also ein wesentlicher Bereich wird sein in der Weiterbildung, wo man es anwendet. Das ist ganz klar, da gibt es gar kein Vertun. Aber eben nicht, aber in spezifischen Angeboten und nicht in so etwas. Aber ob wir oder wie sich die Wissenschaftskultur weiterentwickelt, wird nicht von der Digitalisierung abhängen. Ich hätte da noch mal eine Nachfrage, nicht um wieder auf das Thema Finanzen zu kommen, sondern eher auf einen anderen Punkt. Und zwar schreibt das IW, dass erste Untersuchungen darauf hindeuten, dass die Aufwendungen für die Entwicklung und die Durchführung eines qualitativ hochwertigen Online-Studienangebots deutlich über den Kosten für konventionelle Lehrangebote liegt. Das ist so. Genau. Und wenn das so ist, was stimmt einen denn dann sozusagen hoffnungsvoll, dass sich, sei es im Bereich Weiterbildung oder auch in der grundständigen Lehre, diese Angebote schon entwickeln werden, wenn es sozusagen eigentlich teurer ist und auch noch ein Umstellen in dem, wie ich das immer schon machte, sozusagen erfordert. Und das sind doch eigentlich schon mal so zwei Hürden, wo man so denkt, naja, dass da jetzt so viel entsteht, so optimistisch kann man da eigentlich nicht sein. Also man darf nicht davon ausgehen, dass solche Angebote die Präsenzlehre ersetzen. Das ist schon mal eine ganz falsche Voraussetzung, sondern diese Angebote sind für spezifische Gruppen, die auf diese Art
verschiedene Familie, Beruf und Studium in Übereinstimmung bringen können. Sie existieren auch schon. Meine Hochschule ist seit über 15 Jahren in dem Verbund Virtuelle Fachhochschule und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Studiengänge, Online-Studiengänge, voll online sind, mit über insgesamt zurzeit 4.000 Studierenden, also für eine Fachhochschule schon. Aber da sind Sie Vorreiter, oder? Da sind Sie nicht Standard. Na, ganz gewisserweise, aber es gab vor fast 20 Jahren ein BMBF-Projekt, war unter der Ägide von Frau Bullmann, wo Piloten entwickelt werden sollten, wie kann man eben Online-Lehre entwickeln. Und es ist richtig, die Virtuelle Fachhochschule, also unser Projekt, in dem sich damals 7 verschiedene Fachhochschulen zusammengetan haben aus 4 verschiedenen Bundesländern, das muss man sich geben, das hat sich eben verstetigt. Und das bedeutet übrigens auch, dass es schaffbar ist, Studiengänge zu entwickeln, die in verschiedenen Ländern anerkannt sind, denn jedes Landesgesetz hat ja wieder andere Vorgaben und die mittlerweile auch akkreditiert und reakkreditiert werden. Aber trotzdem, also meine Hochschule hat einen gewissen Prozentsatz solcher Studiengänge, weil wir sagen, das ist dann ein größeres Angebot, so wie wir also Präsenzstudiengänge, Online-Studiengänge, duale Studiengänge, Weiterbildungsangebote, weil wir ganz viele Personenkreise damit erreichen wollen. Aber es ist immer nur ein kleiner Teil dieser Angebote. Der nächste Punkt ist allerdings, dass wir aus diesem Erkenntnis und aus dem, was wir dort gemacht haben, mittlerweile auch für unsere Präsenzstudiengänge Angebote entwickeln, die für spezielle Module sinnvoll sind. Das heißt, wir können daraus Ableitungen machen, die helfen. Aber für die reinen Online-Studiengänge ist es so, die sind teuer, vor allem, weil es doch auch eine höhere Abbruchquote gibt als in den normalen Studiengängen. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist es ein Angebot wichtig, ja, also dass wir eben auch für diese Personen eben das Angebot machen. Und dann ist eben jemand mit 50, 51 hat seinen Bachelor und das ist doch mit Auszeichnung, das ist doch eine tolle Sache. Auf das gibt es ja sonst in der Denke hier in der Bundesrepublik wenig, dass man auch im Alter dann nochmal ganz neu sich auf was konzentriert. In den USA ist das nicht ungewöhnlich, ja. Ja, das ist sehr lobenswert. Mein Eindruck war halt nur der, dass eventuell diese Angebote nicht in dem Maße und in der Form entstehen, wie man sie zukünftig vielleicht brauchen würde und dass Hochschulen auch nicht gerade im Moment davon träumen, diese Angebote zu entwickeln. Deswegen dahin ging meine Sorge, deswegen wollte ich in der Richtung mal nachfragen. Aber Frau Specht, Sie wollten zu dem Thema Digitales auch noch was sagen und das gebunkerte Mikro. Es fängt hier an sozusagen die Mikrofoneinsackerei, um sich zu greifen. Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass ich glaube, wenn wir von Digitalisierung in der Lehre sprechen, dann muss ich gar nicht unbedingt gleich an ganze Studiengänge denken, sondern ich halte seit 5 Jahren die gleiche Vorlesung und ich mache das echt gern, weil ich das schönste Fach der Welt lehren darf. Aber es ist eben doch irgendwie immer relativ redundant. Sie können es ruhig auch nochmal sagen. Ja, Persönlichkeitspsychologie, ganz wunderbar. Aber ich meine, und natürlich geht das Wissen weiter und es gibt immer wieder was sich so ein bisschen geändert hat, aber jetzt auch nicht von Semester auf Semester. Und ich hatte, ja, also wenn die Vorstellung, dass ich eine Vorlesung einmal aufnehmen kann in einem Studio, wo ich mich besonders gut vorbereite und dann da eine prägnante Vorlesung halte, kommt mir irgendwie sinnvoll vor. Und dann kann man das eben auch dreimal benutzen und nur irgendwie die letzte Vorlesungssitzung updaten mit den neuesten Trends, die ja nun auch nicht so schnell in der Grundlagenveranstaltung vielleicht kommen. Und dann lieber die neue, frisch gewonnene Zeit nutzen, um es wie das Wissenschaftskolleg zu machen und mit den Studierenden essen zu gehen oder in irgendeinem anderen Kontext sich wirklich mal zu unterhalten. Weil man steht ja als Dozentin ganz oft vorne und erzählt was, wo man denkt, okay, es gibt super Bücher dazu, es gibt super Online-Kurse dazu, warum stehe ich jetzt hier eigentlich noch und erzähle das meinen Studierenden nochmal. Wir sollten doch lieber drüber reden und neue Fragen aufwerfen und die diskutieren. Das finde ich als Dozentin viel spannender und ich habe das Gefühl, dass es viele Studierende gäbe, die da auch Interesse dran hätten.
das Modell des Flipped Classroom, sicherlich einer der Vorzüge, die die Digitalisierung bereithalten könnte. Ich würde aus Zeitgründen das Thema sozusagen jetzt so ein bisschen die Kurve kriegen, aber vielleicht fällt dir, Kai, ja auch ein guter abbindender Kommentar noch dazu ein und dann würden wir zum nächsten schreiten. Es ist perfekt differenziert worden, wichtige Themen angesprochen in der Digitalisierung. Ich mache mir Gedanken, wie wir diese Daten auch aufbewahren, also Big Data Strategien, Hoch- und Höchstleistungsrechnernetzwerk. Also was machen wir das? Wie machen wir das eigentlich? Das wird so potenziert und da denke ich jetzt so ein bisschen gerade in den Strukturen, wie wir das irgendwie gewährleisten. Ansonsten in der Lehre ist alles gesagt. Das ist höchstens eine gute Ergänzung, aber bitte kein Ersatz. Gut, ich erinnere nochmal daran, dass wir gleich sozusagen öffnen und Fragen aus dem Publikum aufnehmen werden. Nochmal kurz zur Digit-Internationalisierung, sozusagen die letzte Ehrung des Abends. Das haben wir auf sozusagen in die Einladung als Thema reingeschrieben, weil wir dachten, es ist doch ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir mal ein bisschen geguckt, wo wir da so stehen. Und da kann man, wenn man so als Fazit sagt, ist doch eigentlich alles gar nicht so schlecht, ist doch irgendwie eigentlich gar kein Punkt. Einige Beispiele, irgendwie die Zahl ausländischer Studierende, die nach Deutschland kommen, ist relativ konstant bei 10%. Das ist irgendwie vernünftig, da kann man gut mit leben. Es gibt Absolventenstudien, dass 54% der ausländischen Absolventen, die aus der EU nach Deutschland kommen, hier studiert haben. In den Jahren 2005 bis 2013, wenn man dann im Jahr 2014 hinguckt, ist über die Hälfte von denen noch hier. Und so, dass man sagen kann, im Bereich Internationalisierung, die Exzellenzinitiative hat für Aufmerksamkeit, Sichtbarkeit und so weiter gesorgt, gibt es doch eigentlich gar nichts zu tun. Stimmt das? Frage ich mal so in die Runde und gucke, wer als erstes zuckt. Ja, man kann ja durchaus sagen, da hat sich einiges getan, auch an den politischen Rahmenbedingungen, zum Beispiel die Tatsache, dass Studienabsolventinnen und Absolventen nun 18 Monate nach Studienabschluss Zeit haben, um irgendwie im deutschen Arbeitsmarkt irgendwie anzukommen. Das ist deutlich großzügiger, als das schon mal war. Und das ist, glaube ich, ein Teil dieses Erfolgs, den du beschreibst. Wenn man es ein bisschen weiterfasst mit Internationalität und Internationalisierung, dann kann man ja sagen, es geht einerseits um Studierendenmobilität. Da ist Deutschland, glaube ich, noch weit hinter anderen europäischen Nachbarländern zurück. Es geht um Forschermobilität, es geht um die Präsenz von deutschen Organisationen im Ausland. Aber was mich viel mehr beschäftigt, ist, dass bestimmte Wissensformen, die wir im Grunde genommen immer als Wissen über die Welt da draußen, im Grunde genommen im Orient-Institut oder im Japan-Institut oder so im Grunde deponiert haben, dass die doch längst hier gebraucht werden. Dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Grenze von innen und außen so weit verschwimmt, dass das, was wir früher als Fernkompetenz beschrieben haben, im Grunde genommen heute in Neukölln oder in Darmstadt vor Ort gebraucht wird. Und ich glaube, dass Internationalisierung dem nur dann gerecht wird, wenn sich die Curricula verändern. Ich glaube, wir müssen dann auch, also letztlich über die universitären Curricula, zumindest in den Geisteswissenschaften, an die Schulcurricula ran. Es gibt dafür hervorragende Beispiele wie so ein Master of Global History hier an der FU. Im Grunde genommen die ganze Art und Weise, wie wir uns unsere Geschichte erzählen, verändert. Und ich glaube, an der Stelle ist durchaus noch einiges zu tun, nämlich die Perspektive des Nationalstaats im Grunde genommen in den Geisteswissenschaften auch zu überwinden und zu internationalisieren. Und das geht eben nicht nur, wenn wir nur unter uns reden und bleiben. Und das Zweite ist, dass ich glaube, dass in den, also dass, wenn man zum Beispiel nach Osteuropa guckt, es durchaus wichtig ist, dass wir wenigstens die wissenschaftlichen Kontakte zu den Partnern dort vor Ort stabil halten. Und das ist ja dann nicht einfach, wenn die verlässlichen Partner dort unter politischen Druck geraten. Und das ist ja nicht nur in Regimen wie in Ungarn oder in Russland so. Das heißt, Außenwissenschaftspolitik, was mal ein großes Stichwort war in den letzten Jahren, das wird, glaube ich, nochmal ganz neu mit Leben gefüllt werden müssen unter der Randbedingung, dass die Fragen lauter werden, warum deutsches Steuergeld im Ausland verausgabt wird. Darauf können wir uns, glaube ich, im nächsten Bundestag einstellen. Und ich glaube, da gilt es erstmal, also das Bestehende auch zu verteidigen. Frau Specht.
Ja, Sie haben die Studierenden, den Anteil der Studierenden mit internationalem Hintergrund angesprochen, aber wenn wir uns mal anschauen, wie sich internationale Personen auf höheren, also auf in unterschiedlichen Statusgruppen dann im Wissenschaftssystem verteilen, sieht man deutlich, dass dass es immer weniger Personen mit einem internationalen Hintergrund gibt, je höher die Statusgruppe ist und wir letztendlich selbst an Instituten, die irgendeinen ausländischen Fokus haben oder Forschungsgegenstand haben, häufig vor allem deutsche Personen haben und Personen ohne Migrationshintergrund, die diese Professuren besetzen. Und deshalb glaube ich, dass wenn man von Internationalisierung spricht, man nicht außer Acht lassen sollte, dass auch international forschende Personen an unseren Universitäten, zumindest auf professoraler Ebene, noch unterrepräsentiert sind. Und das ist manchmal so schade, weil man hört von Leuten, die gerne nach Deutschland kommen wollen würden und dann aber mitkriegen, sie müssen die Lehre unbedingt auf Deutsch machen und können nicht zum Beispiel für den Übergang von 2 Jahren ihre Lehre auf Englisch machen oder überhaupt englische Lehrveranstaltungen anbieten. Und das kann dann eine Hürde sein, dass jemand sagt, ich komme nicht nach Deutschland, weil ich kann bisher nur Sprache X und müsste jetzt erst anfangen, die deutsche Sprache zu lernen. Und da würde ich mir noch mehr, das ist sehr, sehr unterschiedlich, je nach Universität oder nach Hochschule und nach Land, aber da würde ich mir noch wünschen, dass wir auch im Aspekt der Internationalisierung mehr Diversität in der Professorenschaft haben und es prinzipiell ermöglichen, weil sowieso die Literatur in vielen Bereichen auf Englisch ist, auch englische Lehre anbieten zu können, um die Personen auch hierher locken zu können nach Deutschland, um das Bild bunter zu machen an den Unis. Ja, da kann ich nur zustimmen. Das muss Strategie der Hochschulen sein, dass wir spätestens im Master eben diese englische Lehre mit anbieten, damit wir auch für internationale Studierende attraktiv sind, aber auch entsprechende Lehrende bekommen. An Fachhochschulen ist es sicher etwas schwieriger, weil die Klientel eine andere ist als an Universitäten und dort zumindest im Bachelorbereich englischsprachige Lehre oft problematisch ist, weil die Studenten und Studentinnen dann nicht immer so firm da drin sind. Deswegen haben wir auch überlegt, wie können wir anders Internationalisierung mit einführen, denn wir sehen auch bei den Ingenieursstudierenden, die gehen nicht so gerne ins Ausland. Das ist eine ganz schwere Gruppe zu knacken, muss ich wirklich sagen. Plus, wir haben natürlich viel ältere Studierende, schon mit Familie, für die ist es nochmal schwieriger, ins Ausland zu gehen. Also welche Dinge können wir, Sie hatten es angesprochen, in der Lehre auch mit einbringen, in den Modulen, um diese Kompetenz auch auf den Campus zu bringen. Also da müssen Strategien entwickelt werden, wie wir auch für diese Gruppe von jungen Menschen das Bewusstsein erweitern, auch wenn es eben nicht im geisteswissenschaftlichen Bereich, sondern wie gesagt im technisch-naturwissenschaftlichen ist, was durchaus oft schwieriger ist. Ich wollte nochmal nachfragen, das Stichwort Außenwissenschaftspolitik ist ja schon von Thorsten Wilhelmi gefallen. Das ist auch so ein Grund, warum wir dachten, das Thema ist doch heute hier sehr gut platziert, weil die Welt ist ja irgendwo mehr in Aufruhr, als sie es in der Vergangenheit war. Und nicht nur sozusagen fern weg, sondern auch relativ nah die Frage, wie sich das transatlantische Verhältnis irgendwie einpendelt, was ja auch für Wissenschaftskontakte nicht ganz unerheblich ist, aber auch innerhalb von Europa. Vielleicht, Kai Gehring, irgendwie dazu, wie siehst du da die Herausforderungen an die Wissenschaftspolitik? Also ich glaube, dass man jetzt dringender denn je diesen Gedanken der Außenwissenschaftspolitik weiter voranbringen muss und dass die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem Grundgesetz und den Freiheiten, die drin steht, auch internationalen Vorkämpfer oder Vorkämpferin sein muss für Wissenschaftsfreiheit. Denn freie Wissenschaft gerät genauso wie freie Presse global immer stärker unter Druck. Ist offenkundig, Ungarn ist genannt worden innerhalb der EU. Wenn man nach Ägypten blickt, wird einem ganz anders. Also die ganze Fragestellung, wie ist es mit den Wissenschaften? Und dieser Austausch ist dann immer sehr gern genommen, gerade bei den Ingenieurwissenschaften, Mathematik, bei den klassischen MINT-Fächern halt. Und bei Geisteswissenschaften und wenn die dann auch noch kritisch sind und so und gesellschaftliche Verhältnisse in Frage stellen,
dann ist aber ganz schnell Schluss auch mit Internationalität. Und deshalb ist mir halt wichtig, dass wir in all diesen Bereichen auch sehr klar für Wissenschaftsfreiheit streiten. Nicht nur die Wissenschaft da auf sich alleine stoßen, nach dem Motto, seht mal zu, dass ihr im Kontakt mit euren Kolleginnen und Kollegen bleibt, sondern dass man auch dafür sorgt, dass die Mittlerorganisation, der Rücken gestärkt wird und dass man das auch auf höchster politischer Ebene immer wieder anspricht, sowohl was Journalistinnen und Journalisten angeht, aber eben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das halte ich für ein extrem wichtiges Thema. Und wenn man sich bei den Trägern von Internationalisierung so umschaut, da muss man, glaube ich, auch das nochmal in den Kontext eines hoffentlich bald zu entwickelnden Einwanderungsgesetzes stellen. Also wie ist das mit Gastprofessuren, mit denen, die ein paar Jahre hier lehren und forschen wollen und vielleicht auch zwischendurch da mal wieder ein paar Monate woanders und dann zurückkommen wollen. Da kann man sehr bürokratische Regeln machen oder unbürokratische. Also da Brain Circulation wirklich auch ernst zu nehmen und auch in so einem Einwanderungsgesetz mit zu regeln, fände ich gut. Und auf der Ebene der Studierenden ist ja echt ein Problem, dass die deutschen Studierenden noch etwas stärker angereizt werden sollten, ermutigt werden sollten und auch die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten da sind, um dann im Ausland semesterweise zu studieren. Da haben wir ehrgeizige Mobilitätsziele, die noch nicht erreicht sind. Und deshalb fände ich das gut, da auch nochmal einen Schwerpunkt drauf zu legen, um diese Internationalität zu schaffen. Und was ich sonst immer wahrnehme in den Studien über ausländische Studierende hier, da muss man auch nochmal auf dem Campus schauen, wie man da entsprechend internationalisiert und eben auch weiterhin mit offenen Armen empfängt und eben auch so eine internationale Kultur auf dem Campus hinkriegt. Und das haben viele schon geschafft, aber das sind so die Handlungsfelder, die ich da sehe. Und es eben über die politischen Ebenen, aber auch über die Träger der Internationalisierung durchzubuchstabieren, halte ich echt für wichtig, denn wir geraten jetzt im Inland, im Bundestag unter Druck, auch was transnationale Bildungsprojekte angeht. Ich will, dass die weitergehen. Ich will auch, dass man da neue transnationale Projekte auf den Weg bringen kann und dass das selbstverständlich auch einen riesen Benefit für uns hat, für Völkerverständigung, für Vielfalt, auch für, letztlich, wie blickt die Welt auf uns? Ja, ich möchte, dass das ein modernes, ein Diversity-Deutschland da gesehen wird und keins, was jetzt über die AfD geprägt wird. Ja, und deshalb muss gerade Internationalität auch über Wissenschaft noch stärker in den Fokus als bisher. Vielen Dank dafür. So, ich gucke jetzt mal in den Raum. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich glaube, wir fangen einfach mal sozusagen hier in dieser Ecke an und sehe 1, 2, 3 Hände hier im linken Block von mir aus. Ich würde darum bitten, das knapp und präzise zu halten und das mit der Frage zu beenden. Muss ich eine Frage stellen? Man kann auch einen Kommentar machen, okay. Aber dann halbiert sich die Redezeit. Ja, Sie brechen einfach ab bei mir. Mein Name ist René Schwarzenbach, ich bin gegenwärtig Präsident der Plattform Wissenschaft Politik der Schweizerischen Akademien. Und ich habe eine ETH-Vergangenheit und ich möchte zwei Sachen thematisieren. Das eine ist das, was wir diskutiert haben in Bezug auf Departments. Ich war 6 Jahre Departementsvorsteher an der ETH. Die ETH ist in Departments organisiert, mit einer Pauschalfinanzierung. Und ich kann nur sagen, gehen Sie diesen Weg. Hören Sie auf mit den Lehrstühlen auf Lebzeit. Ich war jetzt 11 Jahre im Unirat der Uni Konstanz und das ist ein großes Hindernis. Der zweite Punkt dort ist die Verstetigung. Es gibt nur eine Positionsverstetigung in Wissenschaft pro Professur. Und die Person darf nicht einen großen Altersunterschied haben zu der Professur. Kann man mal die ETH anschauen. Und der andere Punkt, der mich auch ein bisschen umtreibt, ist diese, wie soll ich sagen, ich nehme das Stichwort Digitalisierung, oder? Ich glaube, dass, und es wurde, glaube ich, von Ihnen gesagt, da in der Mitte, also die grüne Person, dass
die Digitalisierung den menschlichen Kontakt nicht ersetzen kann. Und ich möchte auf etwas ganz kurz eingehen, weil ich die Erfahrung auch habe. Die gleiche Vorlesung oder die gleiche Lehrveranstaltung ist jedes Jahr total anders mit der studentischen, die Studenten, die da sitzen, weil die jedes Jahr ganz anders sind. Und es gibt immer eine neue Dynamik, ist meine Erfahrung. Sogar in der Chemie, also nicht in der Psychologie oder in der Philosophie. Vielen Dank für diese Anmerkungen. Und auch für den Support aus der Schweiz, für die Ideen des Papiers. Ja, hallo, mein Name ist Josephine Wagner, ich bin Studentin an der Universität Kassel. Und vorhin kam zum Thema Digitalisierung die Problematik auf, dass es sehr viel Output in der Wissenschaft gibt. Und ich bin auch ein großer Fan davon, das zu systematisieren. Aber ich habe so zwei Fragen. Und die eine ist, warum gibt es so viel? Haben wir so viel, weil so viel produziert wird, um zu produzieren? Wie viel ist tatsächlich zielgerichtet? Hier ist irgendwie die Fragestellung Weichenstellung für eine tragfähige Wissenschaftspolitik. Worauf zielt eigentlich Wissenschaft? Geht es nur darum, immer wieder neue Paper zu produzieren? Und die zweite Frage ist auch, warum haben wir so viel? Ist es vielleicht, weil Publizieren und Zitation die Währung in der Wissenschaft ist? Wie könnte man das ändern? Warum ist nicht gute Lehre eine Währung in der Wissenschaft? Vielen Dank. Und dann nehmen wir die Wortmeldung daneben noch mit und dann würde ich sagen, machen wir die Antwort. Von meiner Seite nur ganz kurz, ja, da ich ja von der Fachhochschule komme, die gute Lehre ist wichtig und die Kritik, die Sie an Publish or Perish ansetzen, ist einfach ein großes Problem und darf sich einfach nicht weiter ausweiten. Das ist meine Punkt. Und ich hoffe, dass es sich niemals bei Fachhochschulen so entwickelt. Wir nehmen die noch dazu, die zweite Wortmeldung daneben. Okay, passt vielleicht auch gleich dazu, weil mir geht es auch um super tragfähige Wissenschaftspolitik. Mein Name ist Anita Habel, ich studiere Kommunikationspsychologie in Sachsen. kurze Vorerklärung zu meiner Frage, und zwar tragfähige Wissenschaftspolitik müsste ja bedeuten, dass damit ja Politik quasi auch Wissenschaft befähigt zu tragen irgendwo, also gesellschaftliche so Veränderungen auch zu tragen und auch die Zielgruppen zu tragen, an die Wissenschaft zum einen gerichtet ist, die aber zum anderen auch Wissenschaft und Forschung betreiben soll. Nun gibt es ja in Deutschland alle paar Jahre eine repräsentative Befragung von Studierenden, den Studierenden-Survey. Der letzte ist, glaube ich, 2015 erschienen und hat gezeigt, dass im Vergleich zu Vorjahren das Interesse von Studierenden an Wissenschaft, Forschung und Politik drastisch gesunken ist. Wenn aber jetzt Studierende, also ja auch Wissenschaft betreiben sollen und vielleicht auch zukünftig irgendwie neue Lösungen entwickeln sollen für gesellschaftliche Herausforderungen, sehen Sie dann da irgendwo Handlungsbedarf, auch auf Ebene der Wissenschaftspolitik? Ich hoffe ja. Und falls ja, was genau? Also ja, was müsste denn jetzt getan werden? Insbesondere auch in Anbetracht der aktuellen Bundestagswahlergebnisse, insbesondere auch in Sachsen. Ich verstehe das mal als Frage, die in Richtung auch Engagement und Teilhabe an Hochschulen geht. Ich würde sagen, die Digitalisierung ist nochmal bei Herrn Wilhelmi und dann Kai Gehring zu dem letztgenannten Punkt. Sie haben ja vollkommen recht, Sie haben im Grunde Ihre Antwort ja selbst gegeben. Die Publikationen sind die Währung im Wissenschaftssystem. Das hat auch was damit zu tun, dass sich natürlich ein Vielfaches mehr an Bewerberinnen und Bewerber auf Dauer stellen, im Grunde genommen im Wettbewerb steht um diese Stellen und dann brauchen sie im Grunde genommen diesen Indikator, um die Leistungsfähigkeit in einem angeblich meritokratischen System zu sagen, wir machen eine Bestenauslese und dann nehmen wir natürlich den oder die, die mehr Paper in A-gerankten Journals veröffentlicht hat oder die interessantere Monographie bei Harvard University Press ab. Und in diesem Rennen befinden sich alle und ich glaube, das kann höchstens durch Wissenschaftsinstitutionen nochmal im Grunde genommen verändert werden. Die DFG hatte seinerzeit mal gesagt, man solle nicht mehr alle Publikationen einreichen, sondern nur noch die besten 5. Herr Schreiter, Sie wissen es wahrscheinlich besser als ich, es hat sie wieder abgeschafft, ne? Weil es hat nichts gebracht. Also das war das, was ich eben meinte, Sie intervenieren in Strukturen, aber wenn die Kultur in den Fachgemeinschaften sich nicht ändert, wenn nicht anerkannt wird, dass das ein Problem ist, dass, zu dem man auch selbst beiträgt, dann kann ich Ihnen keine Lösung dafür präsentieren.
Die Kommilitonin, die neben Ihnen sitzt, hat, glaube ich, gefragt, warum es so ist, dass das Interesse von Studierenden an Wissenschaft abnimmt, und Sie haben das als Problem geschrieben. Ich würde Sie an der Stelle ein bisschen abkühlen. Man könnte ja systemtheoretisch sagen, die Universität ist immer schon Zwitter gewesen aus Wissenschaftssystem und Erziehungssystem. Das ist ein Ausbildungs-, also die heißt auch Hochschule. Das ist auch ein Ausbildungsort, und es ist völlig legitim, wenn Leute da hingehen und sagen, ich will mich hier weiterqualifizieren und ich möchte aber nicht Berufsziel Wissenschaftlerin, Wissenschaftler werden, sondern ich gehe anschließend irgendwie mit dieser Qualifikation raus verlasse den Planeten Universität und bringe mich an anderer Stelle in die Gesellschaft ein. Das heißt, die hohe sozusagen Identifikation mit Wissenschaft als Beruf ist vielleicht gar nicht die Bedingung der Möglichkeit, um an der Universität zu sein. Also ich würde Sie da, wie gesagt, ein bisschen... Nochmal dazu, und dann gucken wir auf weitere Fragen. Ich würde gerne auf die zweite Frage versuchen zu antworten. Ich bin ganz froh, dass dieses lange moderne Leitbild Universitäten als Unternehmen inzwischen keine allzu große Rolle mehr spielt. Die Frage ist jetzt, welche neuen Leitbilder haben wir für Hochschulen? Und da sind uns eben Nachhaltigkeitsdimensionen besonders wichtig. Und zu einer nachhaltigen Universität und zu einer nachhaltigen Fachhochschule gehören für mich auch immer, dass man über Beteiligung nachdenkt, dass man über demokratische Schule vorher schon nachgedacht hat und dann eben auch demokratische Hochschulen. Und gibt es sozusagen sehr abstrakte Diskurse, die aber sehr praktische Auswirkungen dann auch in der Kultur einer jeweiligen Universität haben kann, über Service Learning, spannendes bundesweites Netzwerk oder auch die ganzen Debatten um Third Mission, weil man einfach auch die Universitäten und Fachhochschulen stärker wieder mit dem gesellschaftlichen Diskurs zusammenbringen sollte oder einerseits bürgerschaftliches Engagement während des Studiums auch mal irgendwie kennenlernen sollte, wenn man es nicht eh schon macht, und eben die Universitäten und Fachhochschulen auch diese Brückenschläge in die Gesellschaft brauchen, auch durchaus vor Ort, ins Lokale hinein. Damit meine ich jetzt nicht nur die Studentenkneipe, sondern auch mal gesehen zu haben, was gibt es vielleicht in der Stadt an sozialen Brennpunkten und was kann man da vielleicht tun, selbst wenn man nicht nur Sozialarbeit studiert, sondern MINT-Fach. Also da gibt es sehr tolle und kreative Modelle an vielen Hochschulen in diesem Land. Und ich finde, die dürfen auch noch ein bisschen mehr trommeln, weil das eigentlich etwas ist, was ins Selbstverständnis auch vieler Hochschulen Einhalt gebieten könnte. Das ist natürlich jetzt wieder eine weitere Anforderung, die wir an Hochschulen stellen. Die bedanken sich dann auch zum Teil, aber trotzdem geht es eigentlich darum, dass Hochschulen diese Brückenschläge in Gesellschaft auch wieder stärker brauchen und auch Orte des demokratischen und auch des politischen Diskurses sein sollen. Und natürlich immer in ihrer Wissenschaftsfreiheit, aber auch Plattformen, wo man dann die Türen öffnet, wo Menschen Wissenschaft erleben können. Und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Vielleicht noch kurz ergänzend zu Ihrer Anmerkung, dass es doch erstaunlich ist, wenn Personen, die eigentlich einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, Interesse oder Vertrauen in Wissenschaft verlieren. Ich glaube, oder was mir manchmal auffällt, ist, und da kommen wir wieder auf dieses digitale Lehre-Thema zurück, ich glaube, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, wenn jemand vorne steht, was erzählt und als Autorität gilt und jemand anders hört zu und schreibt es dann in der Klausur auf, sondern dass man, so wie wir jetzt viel mehr Partizipation in ganz vielen Lebensbereichen haben und auch einfordern, das eben auch vor Studierenden machen muss. Das kann man auch ein bisschen in Vorlesungen machen. Sie hatten ja gesagt, jede Vorlesung ist anders, und ich merke, wenn ich vor 150 Studierenden sitze, ist es super schwierig, da eine interessante Diskussion zu starten. Und ich hatte jetzt gerade aber eine Vorlesung zum ersten Mal im letzten Semester, die mit 60 Studierenden ungefähr war, wo ich dann ganz viel diskutiert habe, weil es ein hochpolitisches Thema wurde dann irgendwie auch. Und da habe ich dann in den Evaluationen gelesen, und das war eine Master-Vorlesung, ja, total toll, das ist die erste Vorlesung, wo wir mal richtig unsere Meinung mit einbringen können, wo wir
mal richtig diskutieren können. Und ich war echt von Socken, weil das eben nicht irgendwie das Erstsemester ist, sondern das sind Leute, die lange schon studiert haben und die trotzdem das Gefühl hatten, sie konnten sich noch nicht so in die Lehre einbringen oder also den Austausch suchen oder beitragen, dass Wissenschaft weitergelebt wird, wie das sonst eigentlich der Fall sein sollte. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten, dass es wieder mehr ein Austausch wird und nicht so dieses, ich sitze oben auf dem Podium mit dem Mikro und erzähle und alle anderen hören nur zu. Vielen Dank. Ich habe hier zwei Wortmeldungen und dann da hinten eine. Ja, Sie haben jetzt schön die Überleitung gemacht zu der Lehre. Michael Flohr, mein Name, Politikwissenschaftler, so stelle ich mich jetzt einfach mal vor, kurz vor Abschluss der Promotion. Ich möchte gerne den Fokus auf die nachhaltige Entwicklung nochmal lenken und es gab ja im Juni die Verabschiedung des Nationalen Aktionsplans Bildung für nachhaltige Entwicklung. Da würde mich natürlich zum einen interessieren, die Meinung aus dem Innenleben der Sondierungsgespräche, wo ja die Wissenschaftspolitik hoffentlich auch in den nächsten Tagen, Wochen dann noch anstehen wird. Spielt da dieser nationale Aktionsplan, wenn man über die Zukunftsfähigkeit der Wissenschaftspolitik nachdenkt, eine Rolle? Und das ist immerhin ein Plan, der von einem breiten Bündnis, Landes, also die Kultusministerkonferenz, Zivilgesellschaft und so weiter, Expertinnen, Professoren, Studierende, die auch direkt partizipieren durften, beschlossen wurde. Spielt das eine Rolle? Und dann der zweite Punkt, was mir immer wieder so auffällt in diesen Diskussionen, wir haben natürlich viele Zielkonflikte, ganz viele Anforderungen, die extern auf die Hochschulen einwirken. Aber ist es dann nicht die Aufgabe, eine Priorisierung vorzunehmen, vor dem Leitbild zum Beispiel der nachhaltigen Entwicklung der Politik? Das wäre jetzt genau meine Frage. Da beugen sich natürlich alle gleich wieder zurück und nehmen dann Artikel 5 des Grundgesetzes, aber dennoch sollte ich dieser Frage hier stellen. Wir haben die Freiheit der Hochschulen, die Autonomie der Hochschulen, aber ist nicht eine Priorisierung dann irgendwann auch wünschenswert? Spannende Frage. Johannes Geibel. Ja, Johannes Geibel, auch Vorstand. Sie haben Netzwerk N. Ich habe auch noch eine Frage, die würde sich direkt auch an diesen nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung anschließen. Welche Rolle hat das? Würde ich mal wirklich sehr, sehr gerne wissen, wie das verhandelt wird, weil im ganzen Prozess der Erstellung war, sage ich mal, die Wissenschaftspolitik im Sinne des Bundestagsausschusses überhaupt nicht präsent. Von daher würde mich sehr interessieren, Kai Gehring, wie da die Position ist dazu oder ob das mal vielleicht doch Thema war im Bundestagsausschuss und man das nur intern nicht mitbekommen hat. Und zweitens nochmal die Frage zur Lehre. Wertschätzung der Lehre ist mal ein bisschen angeklungen, aber ich glaube, das ist ein ganz fundamentales Problem. Erstens habe ich das Gefühl, dass Universitäten teilweise bis heute nicht verstanden haben, dass sich in den letzten 100 Jahren eine massive Entwicklung vollzogen hat. Vor 100 Jahren haben sie quasi nur die nächste Generation der Forscherinnen und Forscher ausgebildet. Heute tun sie das nicht mehr, aber in ihrer Ausbildung glauben sie, das noch weiterhin tun zu müssen und können nicht danach differenzieren. Wir haben diesen einen Track, der bildet zukünftige Forscherinnen und Forscher aus und gleichzeitig bilden wir aber Personen aus, die wissenschaftlich arbeiten sollen später, aber nicht im wissenschaftlichen Prozess. Und als Volkswirt muss ich feststellen, dass es sehr viele Universitäten gibt, die das dann auch selbst die Forschungsausbildung nicht so richtig gut hinbekommen. Und da die Frage, was sind konkrete Lösungen, um Lehre wesentlich stärker in den Universitäten und da eben spezifisch Universitäten, nicht Fachhochschulen, das ist weniger das Problem, wertzuschätzen und eben auch das Qualifikationsproblem. Ich musste mit Erschrecken feststellen, gerade an der FU Berlin, in der VWL, dass ich dort teilweise unterrichtet wurde von Promovierenden, die zum ersten Mal in ihrer Promotion vor einer Gruppe von mehr als 5 Menschen standen. Das finde ich ist absolut untragbar, ja. Vielfältig. Was da für politische Lösung gäbe. Gut, dann nehmen wir die Wortmeldung da hinten noch mit. Vielleicht reiht sie sich ja auch in das BNE-Umfeld ein. Da vorne sehe ich... machen wir bei der nächsten Runde. Hallo, ich bin Moritz Heising vom Master der Uni Oldenburg. Ich habe eine Frage zu den Studierenden eigentlich, die für mich auch ganz wesentlich zu der Wissenschaftspolitik dazugehören. Ich meine, hier in der Heinrich-Böll-Stiftung werden ja auch viele Studierende gefördert. Mich hat zuerst gewundert, wieso keine studentische Person hier auf dem Podium sitzt. Finde ich sehr bedauerlich. Ich würde aber trotzdem gerne wissen, wie Sie, Frau Gross, jetzt
zum Beispiel über ihr Themenfeld in die Hochschulrektorenkonferenz oder im DUKAI in die Sondierungsgespräche, gerade studentische Interessen, wie er die einbringt, wie er gerade auch mit Leuten in Kontakt kommt, die eben in den Asten, in den LAGs, im FZS sitzen und dort Interessen wirklich aufgreift oder ob euch das nicht wichtig ist, weil Universität dann doch eine Erziehungsanstalt sein soll. Also ich kann kurz sagen, für mich ist die Einbeziehung der Studierenden ein ganz wesentliches Thema und ich habe auch das Glück, dass ich mit ganz fantastischen Studierenden im ASTA zusammenarbeiten kann, wo wir gemeinsam vorgehen, zum Beispiel Aktivierung der Studierenden bei den Wahlen hinzubekommen. Also das sehe ich als absolut wichtig an und habe mich in allen anderen Gremien immer dafür eingesetzt, dass studentische Beteiligung da ist. Wir haben allerdings in Berlin auch das Glück einer verfassten Studentenschaft mit sehr, sehr vielen Rechten. Das ist wunderbar. Aus dem Land, aus dem ich komme, also zu meiner Studienzeit, wurde in Baden-Württemberg die ganze Sache 77 abgeschafft. Ja. Verfasste Studentenschaft, das war sehr schade. Was die HRK betrifft, so bin ich immer dabei, darauf zu achten, dass in Dingen, die also Gremien oder jetzt Akkreditierung, wo überall wir auch verschiedene Statusgruppen mit bedenken, dass wir da immer die Studierenden mit dabei haben. Aber ich würde mich nie darauf einlassen, dass es nur dann Studierende aus einer bestimmten Richtung geht, sondern dann muss es für alle Studierenden offen sein, wer sich bewirbt und meldet, der und geeignet ist, soll kommen, muss jetzt nicht Zusammenschluss der freien Studenten oder so sein, sondern dann soll es für alle Studenten offen sein. Thorsten Wilhelmi, dann haben wir noch die Nachhaltigkeitsfragen. Sonst vielleicht, ja. Also, ja, genau. Also ich versuch's mal. Er ist die Erziehungsanstalt. Genau. Das mal Priorisierung, vielleicht schnell als Stichwort. Also ich würde sehr davor warnen, dass Politik eine Priorisierung von Forschungsthemen wahrnimmt, jedenfalls eine unmittelbare und direkte. Ich arbeite an einer sehr internationalen Einrichtung und bekomme mit, was das in anderen Ländern bedeutet, de facto. Wenn ein tschechischer Ministerpräsident sagt, es muss nicht jeder Vergil lesen, das ist für Tschechien nicht gut. Oder wenn Japan im Grunde genommen die Geisteswissenschaft zusammenstreicht. Das ist eine Art von direkter politischer Priorisierung, die wir im Grunde genommen so weit wie möglich von uns fernhalten müssen. Und das ist das, was immer gelobt wird von unseren ausländischen Gästen an Deutschland, ist, dass genau das nicht passiert. Auch nicht in Form von Impact-Erwartungen, wie sie in UK oder in den Niederlanden schon stark formuliert werden. Eine mittelbare Priorisierung findet natürlich statt über die Lenkung der Finanzströme. Wenn Sie der Helmholtz-Gemeinschaft Gelder geben, hat das einen anderen, dann fördern Sie eine andere Art von Wissenschaft, als wenn Sie das Geld in die Hochschulen stecken. Aber alles, was darüber hinausgeht, davor würde ich sehr warnen. Lehrer, im Grunde genommen sprechen Sie zwei sehr unterschiedliche Themen an. Das eine ist nämlich zu sagen, stimmt eigentlich das, was, also sind ja Volkswirt, deshalb darf ich so brutal formulieren, stimmt der Output? Und da würde man natürlich als Politiker sagen, naja, wenn wir eine Akademikerarbeitslosigkeit von gegen 0% haben, irgendwie Vollbeschäftigung, dann kann es so schlimm mit der Qualität der Lehre nicht sein. Das ist nicht meine Position, aber im Grunde genommen, das andere ist, wie innerhalb der Universität im Grunde genommen dieses Reputationsgefälle zwischen Forschung und Lehre geändert wird. Auch da, glaube ich, kann Politik nur Anreize setzen, aber letztlich ist es was innerhalb der Universität selbst verhandelt wird und wo vielleicht lehrorientierte Karrierepfade eine Möglichkeit sind, auch von der Statusaufwertung. Und zu Ihnen, ich glaube, es ist genau ein Teil des Problems, dass die Lehre so ist, wie sie ist, dass in Deutschland sich flächendeckend nie durchgesetzt hat, was in Amerika gang und gäbe ist, nämlich zu sagen, das ist Higher Education. Wenn Sie das einem deutschen Professor und einer deutschen Professorin sagen, dass Sie im Grunde genommen an Education beteiligt sind, kommt nämlich genau das, zu sagen, wir machen hier Forschung und Wissenschaft. Und deshalb, das ist Teil des Problems, weshalb die Lehre im Grunde genommen nicht ernst genommen wird. An Universität. Kai, es gab noch die BNU, die Nachhaltigkeitsfragen, inwiefern das eine Rolle spielt und gehört wird. Ja, also einmal die Frage, wie können sich auch Studierende in Sondierungsgespräche einbringen? Sprecht mit mir, schreibt uns.
dass es nicht nur die klassischen Verbände sind, die uns schreiben, und wir haben selber aktiv Stakeholder-Treffen gemacht, wo auch FZS vertreten war, wo Deutsches Studentenwerk vertreten war, DGB-Jugend. Also das war auf jeden Fall auch nochmal gut, sich darüber auszutauschen, was sind denn aus studentischer Sicht, teilweise auch aus Azubi-Sicht, dann die Prioritäten und die wichtigen Punkte bei solchen Sondierungs- und potenziellen Koalitionsgesprächen. Ich glaube, dass ich immer noch ganz gut drauf habe, was die studentische Seite da auch will und wie die aktuellen Positionierungen sind. Und ich muss immer auch checken, was kann ich auf Bundesebene da auch wirklich anschieben und anstoßen. Und es klingt dann manchmal hier ganz technisch, wenn wir über den Hochschulpakt reden und die Finanzierung. Ich wurde ja eingangs auch gebeten, nicht das grüne Parteiprogramm runterzubeten, weil das hier jeder kennt. Aber die Frage wahrscheinlich. Die Begründung war, glaube ich, nicht richtig. Ist das okay, die Begründung habe ich jetzt dazu geliefert. Aber nein, wenn man eine ausreichende Anzahl an Studienplätzen weiter zur Verfügung stellt, wenn man sich um Qualität kümmern will, wenn man Digitalisierung jetzt nicht nur technisch betrachtet, sondern auch in gesellschaftlichen Kontext mit Medienkompetenz einbetten will, wenn man darüber spricht, welche Leitbilder eigentlich die Hochschulen heute brauchen, dann hat das auch ganz viel mit Studierenden zu tun, weil sie das eben auch mit voranpushen, auch durchaus junge Seismografen neuer gesellschaftlicher Entwicklung sind. Das Thema studentisches Wohnen habe ich vorhin angesprochen, weil es wirklich krass ist, was gerade an den Hochschulstädten, wie stark da die Mieten anziehen. Übrigens jetzt nicht nur in München, sondern ich erlebe es jetzt auch in Ruhrgebietsstädten. Aufs Ruhrgebiet wird ja immer so ein bisschen geguckt, ach Gott, ja, das ist der arme Ruhrpott, aber auch da haben wir heftige Mietsteigerungen, ja. So, also es ist ein Thema und ihr werdet gehört und lasst uns im Gespräch sein und bleiben. Und beim nationalen Aktionsplan, was nachhaltige Entwicklung angeht und BNE, da sind wir wahrscheinlich auch diejenigen, die es überhaupt dann ansprechen. Ja, und ich gehe davon aus, dass wir das auch thematisieren. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke auch noch verstärkt werden kann. Ich denke da aber, so ähnlich wie du, versucht mit den Freiheiten und den Wissenschaftsfreiheiten, die man hat, auch umzugehen. Ich finde es eher wichtig, dass man bei den BMBF-Förderprogrammen mal schaut, wie man sozialökologische Forschung noch verstärken kann. Es gibt ein tolles FONA 3, da sollte es natürlich ein FONA 4 geben von der Philosophie her und auch so neue Ansätze von innovativen Formaten, wie jetzt Citizen Science, Bürgerwissenschaften, dieser ganze Diskurs, was in Reallaboren stattfindet, das sind für uns ganz wesentliche Punkte. Und weil man natürlich auch sozusagen bei dem, welche programmorientierte Forschungsförderung stattfindet, auch ein paar Akzente in eine noch grünere Richtung stellen will. Ja. Deshalb hoffe ich, dass wir da auch gerade diese Unterstützung aus der Zivilgesellschaft, aus der Studierendenschaft, aus der Wissenschaft haben, dass wir in diese Richtung weiter vorangehen sollen, um auch mehr Nachhaltigkeit dann im Wissenschaftssystem hinzukriegen. Denn wir wissen einfach auch, wenn wir da Mittel in sehr hoher Höhe in einem bestimmten Wissenschaftsbereich gebunden haben, dann sind die da. Ja, und dann fällt es schwer, wenn ich jetzt wieder die Beispiele nenne und das ist alles im Internet und so weiter. So, also wir wissen, da ist viel Mittel in einem Bereich gebunden und das hindert uns dann eben auch, Weichen anders zu stellen, wo man sagt, da sind aber neue Forschungsbedarfe und da sind auch Forschungsbedarfe, deren Ergebnisse die Republik nachhaltig verändern können. Und deshalb sind solche Verteilfragen von Geldern auch immer Prioritätensetzungsfragen. So, jetzt machen wir noch eine Runde. Ich habe den Herrn hier vorne und dort, Herr Schreiterer. Und dann würden wir hier den Schluss machen. Ja, Günther Martin, ich vertrete ein ähnlich interessantes Fach wie die Psychologie, nämlich die Biologie. Und da ist es ja so, gerade zum Letzten ist es ja so, wo fließen die Forschungsgelder hin? Da ist es natürlich immer schwer zu begründen, wie wichtig die Grundlagenforschung ist, weil ja die Geldgeber immer mehr zur angewandten Forschung neigen und da fließen dann auch mehr die Gelder. Ich
gibt eine große Autofirma, die viel finanziert und so weiter. Ja, während die Grundlagenforschung, wo also eigentlich zukunftsorientierte Erkenntnisse geliefert werden, dass die so ein bisschen also gegenüber der angewandten Forschung vernachlässigt werden hinsichtlich der Finanzierung, finde ich. Können Sie dazu vielleicht was sagen? Okay, das greifen wir auf und dann haben wir noch eine Wortmeldung da vorne. Tag, ich bin Uli Schreiterer vom WZB, Soziologe und ein alter Furz, wie man das auf Amerikanisch sagt. Denn vor 40 Jahren habe ich mein Diplom gemacht in Bielefeld und beschäftige mich seit fast 40 Jahren auch mit Fragen von Hochschul- und Wissenschaftspolitik. Mal in der einen, mal in der anderen Rolle, mal wissenschaftlich, mal auf der anderen Seite. Und ich habe jetzt eine Tendenz bei mir erkannt beim Zuhören zu dieser Diskussion, die man so alten Männern zuschreibt, nämlich etwas Besserwisserisches und Zynisches und geht doch weg, das hatten wir doch alle schon. In der Tat ist es so, dass man hier den Eindruck hat, es ist ein ewiges Déjà-vu. 1977, dem Jahr meines Diplomes, gab es diesen berühmten Öffnungsbeschluss der Ministerpräsidenten mit dem wahnsinnigen, damals geprägten Satz, die Studentenberge, aus heutiger Zeit waren das noch nicht mehr Hügelchen, müssten untertunnelt werden, bis dann der demografische Abschwung kommt und die paradiesischen Zeiten an den Hochschulen wiederkommen. Und das kommt alle paar Jahre, kommt bei alle Jahre wieder. Die Frage der Habilitation ist intensiv diskutiert worden in einer Kommission, der ich 1997, 98 das Vergnügen hatte, als Sekretär zur Seite zu stehen, nämlich dieser Expertenkommission über die Systemevaluation der Max-Planck-Gesellschaft und der DFG, war auch die große Frage, wie kriegt man die frühe Selbstständigkeit der Wissenschaftler hin, weil damals auch es hieß, mit 42, 41 die erste Professur anzutreten ist unerträglich. Department-Strukturen werden auch seit ungefähr dieser selben langen Zeit diskutiert und aus meiner amerikanischen Erfahrung muss ich sagen, ja, es klingt wunderbar, aber es wird wunderbar überschätzt. Also, im Westen nichts Neues, ewige Sondierungsgespräche. Die Frage, die ich mir jetzt nur gestellt habe, ist, mir fällt dazu nichts, wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Er kennt ja diesen wunderbaren Spruch, den der Kästner da mal irgendwie bekommen hat und der hat eine Postkarte zurückgeschrieben an diesen Mann. Ja, wo bleibt es? Ich weiß es auch nicht, aber was mich gewundert hat, ist, dass ein Thema, was jetzt nicht für die Bundespolitik sich eignen würde, aber für Hochschulen in diesen unseren Zeiten vielleicht geeignet wäre, gar nicht aufgetaucht ist. Nämlich sowas wie der Bildungsauftrag der Universitäten und Hochschulen. Immerhin gab es in dem 1976, auch das wieder lange, lange her, verabschiedeten Hochschulrahmengesetz, was ja mittlerweile ausgeleppert ist, einen wunderbaren Satz, der hieß, das Studium solle zur eigenverantwortlichen, in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat befähigen. Also ein politischer Bildungsauftrag war damals vorgeschrieben und aus den Auswirkungen der Studentenbewegung, die ich noch ein bisschen mitbekommen habe, war mir auch immer klar, dass die Hochschule sowas sein sollte, heute heißt es Werkstatt, ein Laboratorium für Ideen, ein Laboratorium des politischen Diskurses, die Gesellschaft in die Hochschule hineinzugucken. Daran würde man eigentlich heute anknüpfen müssen, wenn man sich anschaut, was an Verlutterung in der politischen Kultur hier passiert, an Verbuschung. Und darüber wird eigentlich nicht mehr diskutiert, wie man so etwas wie politisches Lernen, wie man politische Laboratorien, in Jungs Begriff damals Zukunftswerkstätten, in die Hochschulen hineinholen kann, über das Studium, im Studium, über das Studium hinaus. Und mir wäre das wichtig zu überlegen, ob man so etwas wieder mal institutionalisieren kann und in welcher Form. Vielen Dank. Soll ich dies machen? Ja, gerne. Ja, ich würde gerne was zu der Grundlagenforschung sagen. Ich kann diese Sorge total gut nachvollziehen und ich glaube, es ist eine super schwierige Gratwanderung zwischen der Themensetzung und dem Fördern von gesellschaftlich relevanten und aktuellen Themen, wo wir einfach wissenschaftliche Antworten benötigen auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber die Wissenschaftsfreiheit. Hier, wir haben gerade beides gehört, ne, hier auf dem Podium. Also einmal die große Parole Wissenschaftsfreiheit und dann aber gleichzeitig
eigentlich die, die Themensetzung oder die Förderung einzelner Themen. Und das ist im Detail immer eine Abwägung für und gegen das eine oder andere dann eben. Und ich glaube, dass wir diesen, wir kommen da nicht drum herum. Es wird immer so sein, dass wir für beides offen sein müssen, für gesellschaftlich relevante Forschung und aktuelle Fragen und für die Grundlagenforschung. Aber ich glaube, wir dürfen auch nicht verschweigen, dass das sich beides manchmal im Widerspruch steht. Und das ist, wenn wir irgendwie sagen, wir wollen mehr Grundfinanzierung an Universitäten, was ich zum Beispiel gut finden würde, dann gibt uns das weniger Spielraum, um einzelne Themen zu setzen. Und diese Gratwanderung ist, glaube ich, was, wo man einfach sehr aufpassen muss und sich immer wieder rückversichern muss miteinander, wo man die Grenze zwischen beidem ziehen muss. Aber ich kann Ihren Punkt auf jeden Fall gut verstehen. Und zudem, das ganze Alte kommt immer wieder und wo ist eigentlich das Neue und wo ist das Positive, fällt mir ein, Herr Viada, über den wir ja auch schon gesprochen hatten, hat in seinem Blog jetzt manchmal Artikel, die er vor 20 Jahren oder so für die Zeit geschrieben hat. Und das ist so, man könnte die zum Teil so wieder abdrucken. Zeitlos. Ja, zeitlos ist die einige Zeitartikel. Und die Frage ist so ein bisschen, was man dafür als Konsequenz rauszieht. Mir ist natürlich auch klar, dass wir jetzt als Autorenteam nicht die Ersten sind, die die Departmentstruktur fordern oder viele Dinge, die wir hier besprochen haben, nicht zum ersten Mal kommen. Und gleichzeitig ist es ja noch nicht da. Also müssen wir vielleicht anders argumentieren oder lauter argumentieren oder häufiger, vehementer argumentieren oder mehr Stimmung dafür erzeugen. Und ich hoffe einfach, dass es damit ein bisschen Geduld schon klappt, zum Beispiel mit der Kapazitätsverordnung. Seit 100 Jahren finden alle die Kapazitätsverordnung blöd, aber eben aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und so traut sich niemand daran, an dieser Kapazitätsverordnung zu feilen, weil man dann riesige Kämpfe ausfechten muss, weil dann nämlich 1000 Sachen ans Licht kommen. Aber aus dieser Vorsicht und Zurückhaltung und Befürchtung dann zu sagen, na gut, das klappt nicht, dann warten wir mal noch 20 Jahre, das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein. Deshalb fände ich das total toll, Kai Gehring, vielleicht können Sie ja mal anstoßen, dass die Kapazitätsverordnung aktualisiert wird. Die KPVO. Sie können mir das auch gerne abnehmen, aber ich, ich habe heute hier so ein bisschen die etwas vorsichtige Rolle, weil ich keine öffentlichen Sondierungsgespräche führen kann. Aber Sie haben da natürlich einen Punkt. Das habe ich eben auch gemeint mit die Brückenschläge in Gesellschaft. Vielleicht sind die Begrifflichkeiten manchmal auch ein bisschen anders, aber eigentlich meinen wir immer noch dasselbe, dass eine Hochschule auch einfach der Ort kritischer Reflexion einer Gesellschaft sein muss. Der Ort, wo man sich selbst vergewissert, sich die Gesellschaft spiegelt und auch mal guckt, das müssen wir eigentlich zusammen hinkriegen. Ja? Braucht man vielleicht mal eine Doktorarbeit dazu, die verschiedenen, ach, ich skippe die Aufgabe besser nicht vor, um Gottes Willen, da muss ja Bottom-up entstehen. aber ich kann Sie beruhigen, wenn wir jetzt hier eine Diskussion hätten zur Arbeitsmarktpolitik, hätten Sie einen ähnlichen Beitrag halten können. Aber Fakt ist, ich glaube, dass viele in den Hochschulen politischer und engagierter sind, als man gemeinhin denkt. Und dass sich das auch punktuell zum Glück entlädt, in Anführungszeichen. Ja? Man hat dann plötzlich wieder Studierendenproteste und man ist dann wieder aktionsfähig, wenn es auch darum geht, bestimmte Dinge zu verhindern. Und es gibt einerseits das Studierenden-Survey, was da alarmierende Zahlen hatte und das nehme ich auch sehr ernst, und andererseits Shell-Jugendstudien, die auch ein gestiegenes Interesse von Jugendlichen und der jungen Generation, in dicken Anführungszeichen, an politischer Partizipation, an politischen Zusammenhängen umfasst. Und trotzdem erlebe ich junge Leute, die Politikwissenschaften studiert haben und nicht wissen, wie man den Deutschen Bundestag wählt. Ja, so, und deshalb, ich glaube, da haben wir ich habe halt so viele Besuchergruppen oder so, ich bin auch öfter in Universitäten und Schulen und so weiter, und politische Bildung ist ein Riesenthema. Ja. Es fängt aber damit an, ob in den einzelnen Ländern dann Politikunterrichtsstunden reduziert worden sind oder wie wert das geschätzt wird und wie da der Unterricht ist. Ja.
Und deshalb braucht man immer auch so ein wirklich anregendes Klima, um sich über solche politischen, großen, gesellschaftlichen Fragestellungen auch auszutauschen in den einzelnen Bildungseinrichtungen. Und da kann ich auch nur alle ermuntern, sich da nochmal über Gedanken zu machen, jetzt sei es im Rahmen von Third Mission, sei es im Rahmen von Service Learning oder sei es in der Frage Anforderungen an Politik. Was wären denn jetzt nochmal Instrumente, die das nochmal stärker entfachen? Ansonsten habe ich immer auch großes Vertrauen in diese Hochschulautonomie und in das, was Sie da in Ihrer Wissenschaftsfreiheit tun. Und ich finde, das muss gerade Wissenschaftspolitik auch mit rüberbringen. Ja? Und deshalb immer diese Balance schaffen zwischen, ja, Grundlagenforschung, Wissenschaftsfreiheit und auf der anderen Seite aber auch ausrichten auf in der Programmförderung auf besonders große, wichtige gesellschaftliche Herausforderungen. Ja. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel bei einer Deutschen Allianz für Meeresforschung oder bei einer Frage Klimaforschung noch stärker zu bündeln, auch Dinge, die Grüne da sehr gut einbringen können und die auch wichtig sind, um hier bei Folgen von Klimawandel besser handeln zu können und zu wissen, was da alles auf uns zukommt. Ja. So. Gut, vielen Dank. Ich würde gerne, weil wir am Ende sozusagen zeitlich mit dem Ende, am Ende der Zeit angekommen sind, komplizierter Satz, komplizierter Gedanke ist es nicht, eine ganz kurze Schlussrunde machen, wo ich Sie bitte, jeder einen Satz oder ein Wort einfach nur zu antworten. Und weil die Zeit so oft schon lobend erwähnt worden ist, ist sozusagen eine Leihgabe aus dem sehr lesenswerten Chancen-Newsletter der Zeit, den man abonnieren kann, dann ist man in vielen Themen wirklich sehr gut informiert. Und die fragen gerne, oder am Ende, welches Hochschulproblem lässt sich ohne Geld lösen? Beziehungsweise die Variante wäre, welches Hochschulproblem lässt sich nur mit Geld lösen? Wenn sozusagen jeder sich auf eine dieser beiden Seiten schlagen würde und mir das sagen würde, was es aus seiner oder ihrer Perspektive wäre. Welches hochschulpolitische Problem lässt sich auch ohne Geld oder nur mit Geld lösen? Vielleicht fangen wir bei Thorsten Wilhelmi an, der greift schon zum Mikro. Na, weil wir jetzt am Ende über die Lehre gesprochen haben, ich glaube, das Problem wäre vielleicht nicht gelöst, aber ich könnte mir vorstellen, so eine einfache Verbesserung der Lehre da zu erreichen wäre, dass man sich einfach mal Peer-Feedback gibt. Also warum sitzt die Kollegin nicht in der Vorlesung und sagt dann hinterher, was ihr auffällt und umgekehrt, aber meine ehemalige Chefin im Wissenschaftsrat hat mir so schön gesagt, man würde eher die Zahnbürste des Kollegen benutzen, als in seine Vorlesung zu gehen. Und also das wäre, glaube ich, sehr einfach, aber das setzt eben auch voraus, dass man sich kritisieren, beobachten lässt, Feedback geben kann, Feedback akzeptiert. Frau Groß. Sollte ja gerade im Wissenschaftsbereich auch möglich sein, dass man diskutiert. Für mich, ich habe es im Chancenbrief selber auch gesagt, wäre ohne finanzielle Aufwendungen eine bessere Qualitätssicherung bei den Promotionen zu lösen. Das müssen die Hochschulen, aber und vor allem aber die Universitäten in dem Fall in die Hand nehmen. Chancen für alle braucht mehr Geld. Kulturwandel braucht eher euch und sie. Ja, die Abschaffung der Lehrstühle und die Schaffung einer Departmentstruktur braucht ja kein Geld. Und das ist das Schöne, wenn man ganz zum Schluss sitzt. Also das System verbessern, indem man Departments einrichtet, kann ich nur empfehlen. Wunderbar. Ich danke sehr herzlich für das Interesse, für die Geduld, für die ganzen Wortmeldungen. Wir haben jetzt unten noch etwas zu trinken, wo man über die ein oder andere Frage, die hier vielleicht nicht abschließend besprochen werden konnte, nochmal weiterspricht und hoffe, dass nicht nur die Veranstaltung gefallen hat, sondern auch der Tag hier in der Böll-Stiftung ein bereichernder und angenehmer war und wünsche noch einen schönen Abend hier in Berlin. Vielen Dank.